you um. Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Le Brunch in der Episode 3378 vom 10. März 2024 begrüße ich euch ganz besonders entspannt und meinen Co-Moderator Micha. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen. <laughs> Mit Kaffee sogar diesmal. Endlich, Kaffee. Okay. Wir, wir sind früh morgens am Start für euch. Genau. Oh. Wirklich original. Ja, gut, so früh ist es auch nicht mehr. Ist halb Halb neun ja. ist, ist eine Ansichtssache, ne? Weil bei manchen Leute ist es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr früh. <laughs> Für mich ist es drei Stunden, nachdem ich aufgeweckt wurde von den Kindern. Von daher <laughs> oh. auch nicht mehr so richtig früh. <laughs> ja, es ist auf jeden Fall die, die Zeit, um nochmal den Koffeinlevel level aufzustocken. Ja, um mhm. euch natürlich auch ein bisschen zu berichten, was die letzte Woche so passiert ist, was abgegangen ist, äh, was auf dem Xbox Partner Preview Highlights äh, gestern passiert ist, äh, nach dieser Aufnahme und so. Also, wir haben ein paar schöne Themen im Gepäck auf jeden Fall. Gute Themen im Gepäck hatten wir auch in der vergangenen Woche, denn die Premium-Episoden haben sich wunderbar überschlagen. Es gab einen Pacific Drive Crossover mit Ink Ribbon Radio, da habt ihr, du, mit, dem, mit den Leuten von Ink Ribbon Radio über Pacific Drive gesprochen. Ein hervorragendes Spiel, für das ich leider gerade gar keine Zeit habe, da ich ja in Final Fantasy VII Rebirth äh, hänge und jetzt auch zum Glück festgehangen bin. Dann gab es Manus Double Feature zu Helldivers 2 und Deep Rock Galactic Survivor. Da konnte sich Manu so richtig auslassen über seine zwei Suchtspiele, die er aktuell hat. Er lässt sich heute entschuldigen. Wir wünschen gute Besserung an den guten Manu äh, an dieser Stelle. Und du hast noch äh, über Alisa gesprochen mit mhm. Benny. Alisa, den Developers Cut. Vielleicht magst du da nochmal ganz kurz sagen, was das genau ist. Das ist so ein Survival-Horror-Spiel im ganzen Stil der ganz alten Survival-Horror-Titel von früher PlayStation 1. Sieht wirklich aus, aus wie ein verloren gegangenes PlayStation 1-Spiel mit vorgerinnten Hintergründen, ähm, Tank-Controls und äh, niedrig aufgelösten Grafiken und hat durchaus sehr viel Charme. Und äh, da habe ich natürlich dann auch Benny, also die, die haben da bei Ink Radio eine eigene Folge dazu gemacht und ich dachte, das muss ich mal nachholen und habe da mit Benny drüber gesprochen. Das Folge ist so dazu. lustig, dass. So viele Horrorspiele äh, mhm. auf diesen Playstation-Look jetzt immer mehr gehen. Ne? Diese, als ob ja. man das so äh, unterbewusst komplett auch damit verbinden würde. Da ist ja dieses Genre groß geworden mit einem Resident Evil auf der Playstation, all das. Ähm, ich, wie, wie hieß denn nochmal das Spiel? Äh, Hollow, irgendwas, was ich letztens im Steam Next Fest gespielt habe. Haben wir auch hier genau, Hollow Buddy hat ja auch diesen Playstation-Look. Dann ähm, dieses Signalis, hat auch so einen absoluten Playstation Charme, die gehen alle genau auf diese dicken roten, äh, roten, roten, die, diese dicken <laughs> großen Pixel. <laughs> ja, es ist schon tatsächlich ziemlich lange in der Szene so, also es gibt in der Indie-Szene, es ist schon seit vier, fünf Jahren tatsächlich ein Trend, mhm. in diese Richtung zu gehen und der bricht aber auch nicht ab, also es hat mehrere Gründe, kurz angerissen, es ist, die natürlich der geringere Produktionsaufwand. Deswegen ist das etwas auch zu stemmen für Leute, die in sehr kleinen Teams oder ja. vielleicht solo arbeiten. Hollowbody ist ja auch zum Beispiel ein Solo-Projekt und mhm. Alice auch, ist auch äh, alleine gemacht. Das ist halt heute machbar. Und, aber du hast völlig recht, das ist, das ist halt auch die Zeit, wo das klassische Survival-Horror, so wie man das halt formuliert von früher, wo das auch entstanden ist. Und deswegen verbinden das ganz viele damit. Plus der Nebeneffekt ist halt eben, diese Pixelgrafiken fördern. Also, du musst halt deine Fantasie da reinsetzen. Du oh musst ja. halt selber oh investieren. Ja. Und das macht es dann automatisch ein bisschen gruseliger, weil es halt so grungy aussieht. Und ähm, da, also, da gehen so viele Elemente Hand in Hand, das ist die perfekte Kombination aus allem eigentlich. Das ist ja schon eine perfekte Überleitung, die du mir hier anbietest, denn damals, 1997, und damit kommen wir zu den Games <laughs> zum Hauptgang, da war in, waren, waren, waren meine Fantasie unheimlich angeschoben und herausgefordert, die Polygon-Figuren von Final Fantasy VII in ein größeres Ganzes zusammenzufügen. Äh, denn ja, äh, die Figuren sahen ja jetzt klobig auch schon damals aus. Also das ist ja nicht so, dass das so aussehen musste, aber die Early 3D-Models, wer sich da jetzt gerade nichts drunter vorstellen kann, sah halt aus wie bei, bei Virtual Fighter zum Beispiel auch so. Ganz, die Hände, äh, zwei, zwei Blöcke. Äh, und die Ar Unterarme jeweils ein Block, der Oberarm ein Block, alles möglichst <laughs> äh, gleich groß. Und auch die Köpfe bestanden nicht aus, noch nicht mal die waren ein Oval, sondern auch die waren klobige, klobige Polygonblöcke. Und mhm. ähm, trotzdem ist ja dieses Epos in meinem Kopf entstanden in maximaler Komplexität. Ne, als dann die Story-Wendungen kamen und ich nachts im Bette lag und äh, über den Sinn des Lebens nachdachte und was wir mit unserem Planeten machen und all das, ähm, ist da schon zusammengekommen. Und jetzt wird es so in jeder Nuance in Final Fantasy VII Rebirth, dem zweiten Teil dieser Trilogie, die Square Enix gerade da anbietet, ähm, ist es ja alles ausgearbeitet. Da bleibt deinem ja. Kopf ja fast nichts mehr übrig. Da ist jeder Move eins zu eins. Und vieles ist so ähnlich, wie ich es mir damals mal vorgestellt habe. Das vieles ist auch okay. so. Ja. Ja, vieles, aber nicht alles. <lacht> <lacht> vieles, vieles ist so, wie es auch in Advent Children, äh, als der Kinofilm rauskam. Ne? Vielleicht erinnerst du dich an den noch. Mhm. Sieht ja eigentlich alles aus wie da, ey. wie in dem Kinofilm nur halt jetzt animiert äh, und in Game, in Engine berechnet äh, auf der PlayStation 5. Es ist ein wahnsinnig hübsches Spiel. Und ähm, ja, ich, ich finde es beeindruckend, ja, habe ich permanent diese Schere und ich kann die nicht abschalten. Zwischen, ich vergleiche immer wieder, ja, wie war es denn damals? Und deswegen spiele ich ja auch Final Fantasy VII nochmal gerade parallel durch. Und ich, das Witzige ist, ich bin halt auch bei diesem Mittelteil und ich spiele so. 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde vom Original und muss danach aber drei, vier, fünf Stunden spielen, um das gleiche im, Rema <laughs> im Remake, in Rebirth sozusagen zu erleben. Und das ist so eine bizarre äh, Erfahrung. Im letzten Cast habe ich ja gesagt, es ist äh, langgezogen und langgedehnt und vielleicht ist das gar nicht so gut. Und diese Meinung, da stehe ich auch na nach wie vor hinter. Es ist irgendwie schon geil, wie es im Original halt feuert. Ja, da sind die Zufallskämpfe immer dazwischen und die Passagen des klassischen JRPG-Grinds, die auch das Ganze so ein bisschen in die Länge ziehen. Aber mhm. wenn man es vergleicht mit Rebirth, dann knallt halt eine Handlungswendung auf die nächste und Charakter wird eingeführt und dann bist du schon bei Vincent und dann ist schon Gold Saucer und dann bist du schon am Dayton und dann halt knallt Barrett durch und dann bist du in Wutai. Es, es ballert halt, zack, zack, zack. Und in Rebirth bist du irgendwie zwölf Stunden dabei und du bist noch nicht mal richtig angekommen in der Welt. Ähm, und das haben ja Manu und ich. Ja, nicht kritisiert. Wir haben halt im letzten Cast darüber erzählt, wie sehr wir doch was anderes gewohnt sind, wenn man halt so sehr Final Fantasy VII im Original liebt. Ja. Ähm, zum Glück bin ich inzwischen warm geworden mit dem Kampfsystem. habe ja, wie gesagt, auf Echtzeit umgestellt, nachdem ich das rundenbasierte oder das, das wartende ATB-System, wo man nicht den Charakter steuert, sondern eigentlich nur immer wartet und dann die Spezialsachen ausführt. Mhm. Das war aber dann nichts für mich. Es ist eindeutig ausgelegt auf die Echtzeit und funktioniert so viel besser. Also nett, dass sie dieses andere Dinge vielleicht anbieten. Ich weiß nicht. Fände ich interessant, wenn mal jemand hier unter die Kommentare bei YouTube schreiben will oder mir auf Discord oder bei uns im Discord, wer wirklich das rundenbasierte besser findet oder dieses wartende ATB-System, wo man den Charakter nicht selber steuert. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, es, dass das viele. Viele Freunde hat. Aber ähm, ich möchte es nicht ausschließen und ich würde gerne verstehen, was daran dann besser sein soll. Weil äh, man kämpft halt auch viel effizienter, wenn man es dann in Echtzeit gut macht. Man macht ja viel mehr Dinge richtig. Das Blocken und all mhm. diese Dinge macht man in dem Moment dann ja gar nicht mehr, wenn man den Charakter nicht steuert. Und man muss sich halt wirklich bewusst werden, ich steuere einen Charakter und die anderen sind alle nur Support. Wenn man diese Sache im Kopf verankert hat, dann wird es besser, weil ich habe eine Zeit lang echt die ganze Zeit immer durchgeschaltet und wollte halt alles weiter kontrollieren. Und wenn du dir den Stress machst, ständig drei party Partymembers durchzuswitchen und sie quasi in Echtzeit zu spielen, dann kommt dieser Knoten in dein Hirn. Wenn du aber sagst, ich habe diesen Anführer, ich spiele Yuffie oder ich spiele Tifa und ich liebe es, wie Tifa sich spielt zum Beispiel in dem Spiel. Mhm. Und dann holst du dir halt immer nur dazu, was du gerade brauchst. Ja, ich brauche gerade eine Heilung von Cloud oder ich brauche gerade ein... Den, äh, Schwertwirbel von Sephiroth oder wie auch immer, dann funktioniert es. Aber Bestell, äh, ja. es funktioniert halt nicht, wenn du wenn du weiter so denkst, ich kontrolliere aber alle meine Charaktere, die gerade in der Party sind. Zusätzlich verwirrend wird das Ganze, weil ja auch die anderen. Du hast ja manchmal eine Party von fünf, aber spielst mhm. aktiv drei. Die anderen stehen aber auch am Kampfsystem drumherum. Also die, du hast ja eh keine Kampfüberblendung mehr, sondern es bleibt alles quasi in der Spielgrafik. Äh, geht dann los und und äh, kommt auch keine andere Musik oder so. Das wird alles nur ein bisschen dynamischer. Man kriegt diesen Kampfübergang gar nicht mehr so genau mit. Und dann stehen die anderen da halt auch in der Spielwelt und schießen auch drauf. Also Barrett, wenn du den nicht in der Party hast, der sitzt <laughs> da mit seiner MG und ballert, macht aber halt keinen Schaden. Das ist Ach zusätzlich so. auch nochmal so ein Ding. ne Also die sind einfach nur visuell repräsentiert. Ja. <laughs> also die wollten halt nicht diese Immersion brechen. Deswegen Richtig. machen diese Leute halt im Hintergrund irgendwas. Sieht so irgendwas, aus, als würden ja. sie kämpfen. Aber eigentlich ist es nicht Teil des Kampfgeschehens, was Punkte und Damage und so betrifft. Ja. So ist ähnlich so. ist es ja auch mit dir mhm. als Anführer. Also du machst immer mit dem Charakter, den du spielst, das ist das Main Ding. Die anderen ja. sind halt KI gesteuert in dem Moment. Und ja, sie mhm. gehen, geben, du kannst ja so Taktiken denen vorgeben. Konzentriere dich aufs Heilen und danach erst auf das oder versuch möglichst diese und diese Spezialattacke immer zu machen. Und dann mhm. sind das so grundlegende Dinge. Nutze ich ehrlich gesagt aber bisher kaum. Also auf normalem Schwierigkeitsgrad geht es zum Glück anders. Wenn man sich aber wenigstens darauf konzentriert, dass man den Charakter, den man spielt, auch wirklich effizient spielt und nutzt. Das Weil man findet nämlich doch mit ja. jedem Charakter am Ende einen Weg. Muss halt nur dann vielleicht mal die Materie auswitchen, dass du halt die richtige Materie hast, zum Beispiel mit Tifa, dass du dann die Bio, also Poison Damage machst, mit, während mhm. du mit schon mit den Händen die Standardattacken machst. Solche Dinge. Das musst du dann halt on the fly vielleicht nochmal machen. Und dafür hat Square Enix ja auch eingebaut, dass du jederzeit Start drücken kannst und sagen kannst, ich will vor den Kampf zurückgesetzt werden und nochmal starten. Damit du gar nicht erst, die Kämpfe können ja lange dauern. Also es gab schon Bosskämpfe, da habe ich irgendwie eine Viertelstunde rumgekämpft. Und wenn ich das halt gemacht hätte ähm, und, und dann verloren hätte und gedacht hätte, okay, und jetzt nochmal mit neuer Strategie, ist Blödsinn. Du merkst halt am Anfang, habe ich das richtige oder habe ich es nicht. Und dann gehe ich halt direkt raus und sage, ich mach das gerade nochmal, dafür wirst du ja auch nicht bestraft. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, ja. ich habe ich hab jetzt das Remake nicht gespielt. Ne? Ich kenne das mhm. Original zwar, aber ich muss ehrlich sagen, es ist nicht mein lieblings Fantasy, aber ich habe eine Sache: ähm, ich glaube andere Final Fantasies, mit denen ich mich eher groß geworden. Acht, war so der das Ding, mhm. was mich so reingezogen hat, wegen der Romanze und allem so. Das hat mich eher angesprochen. Aber ähm, diese, was ich an sieben richtig cool finde, ist diese, die ganze Umweltstory. Ähm, mhm. Im Prinzip, die ganze, da ist ja Gaia und so, äh, das ist ja immer ein zentrales Element in Final Fantasy. Das hat man ja auch in dem Kinofilm dann später gesehen, also mhm. dem Spills Within und so, der so hart kritisiert worden ist, aber den ich eigentlich ganz gut fand, wegen so. dieser Gaia-Geschichte halt, ne? der Planet stirbt und so. Genau. Und ähm, das ist so ein zentrales Ding und ich finde das bemerkenswert, dass auch ganz viele <laughs> japanische Rollenspiele so aus der Zeit generell schon als Thema hatten, wir machen unseren Planeten kaputt. Also das ist, das ist bei japanischen Entwicklern so total präsent gewesen dieses Thema und es ist äh, so, und äh, da hast du ganz viele Spiele, die im Prinzip so eine sehr ähnliche Handlung haben. und Final Fantasy ja auch ganz stark wirklich eins der Blockbuster, die damals rausgekommen ist, hat das wirklich sehr prominent untergebracht. Kommt denn diese Umweltkritik jetzt in den Remake auch gut rüber? Also ist es ja. so immer noch gut beibehalten oder sogar noch verstärkt? Also sie nehmen es natürlich auch im Kontext der aktuellen Ereignisse unserer oh. Erde. Äh, durchaus noch stärker in den Fokus, wie halt was ja. ausgebeutet wird und wodurch. Und da vor allen Dingen, der Planet hat aber halt nur begrenzte Ressourcen, ne? Das wird halt jedes Mal betont. Das war was, hm. was im Original so vielleicht ein-, zweimal in der Textbox stand. Aber da war, war das halt noch nicht so normaler Jargon, wenn man über <laughs> Planeten und gerade sowas, was Kohle und sowas angeht, die ja. äh, Mineralien und alles äh, redet. Ähm, und zu dem anderen Punkt, ich glaube bei japanischen Entwicklerinnen ist es so präsent auch schon im Kopf, weil sie halt mit einer ganz anderen Religion groß werden, die auch das teilweise zum Thema hat. Natürlich jetzt nicht den, den Planeten ausbeuten, aber generell, dass halt mhm. in jedem Leben diese Lebenskraft und Lebensenergie steckt und man die nehmen kann und austauschen kann, aber man kann sie halt nicht ausbeuten. Ne, das funktioniert auch gar nicht. Das, ja, das ist quasi ist wie eine Sünde in dem Moment. Ne? Die ja. Harmoniebedürftigkeit und das Gleichgewicht Richtig. sind einfach Gleichgewicht. sehr viel zentral in der Kultur verankert. Also genau. sie haben ja auch, also in Japan gibt es viele unterschiedliche Religionen, dann gibt es auch genauso Christentum und so weiter. Aber die Gesellschaft ist auch auf ein Miteinander ausgelegt, statt ein mhm. Gegeneinander. Also du hast halt sehr viel stärker ähm, dieses, äh, ja, das Element, dass du, dass du nicht auffällst, dass du für die, für die Gesellschaft irgendwas machst, dass du in der Gruppe arbeitest, dass du Teil eines großen Ganzen bist, das ja. spürst du in Final Fantasy auch. Also da ist ja nicht nur in dieser, jeder ist zwar irgendwie individuell in dieser Gruppe, aber die sind alle am stärksten, wenn sie wirklich zusammenarbeiten. Mhm. Und die Einzelgänger, so Sifirov oder so, das sind ja halt die, die eigentlich die Antagonisten sind. Und das ist ein Motiv, das durch ganz viele japanische Rollenspiele auch wirklich durchgeht, was sehr, mhm. sehr vertreten ist. Das fand ich immer interessant, das fand ich auch immer, das fand, also, wie gesagt, diesen Kinofilm damals gesehen, der wurde ja hart kritisiert, weil er nicht die Spirits within, ja. genau, die Mächte in dir, dieser bescheute Dossentitel, ja. aber die zentralen Ideen sind ziemlich cool mit dem, ähm, mit Gaia und die, ne, Erde ausgebeutet und die Menschen müssen sich zurückziehen, weil sie ihren Planeten kaputt gemacht haben und ödnert und so, das sind alle zentralen Ideen von Final Fantasy eigentlich mit drin und, mhm. ähm, in sehr vielen Final Fantasies ist es ja auch noch präsent. Ich bin jetzt, ich habe 16 nicht gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, da sind sie komplett weg von dem Thema. Ne? 16 Aber ist tatsächlich auch äh, bei mir. Ich weiß, <laughs> gefühlt ist es <laughs> noch kein Final Fantasy für mich. Ich, war, ich, war, ich spiele gerade mit dem Gedanken, getriggert von einem Freund von mir, der äh, sie jetzt auch endlich nachgeholt hat. Der hat jetzt gesagt, er spielt jetzt alle einmal durch, von vorne bis hinten. Ah, okay, Fängt dann mit den ja. Pixel Remasters an und geht dann halt bis zum Ende durch. Die ist halt drei, eine geile Voyage, ja, ja. brauchst du halt vier, drei, vier Jahre für. Aber kann ich mir gut vorstellen, die Pixel Remasters sind ja super, ich habe nur reingespielt, aber die lassen sich ja, ja, ja jetzt tatsächlich wieder so nachholen, dass man ohne Frust durchgehen kann, äh, und, um die Handlung zu erleben. Und die Handlung wird ja ab Final Fantasy 4, 4, 5 und 6 ist auch schon sehr, sehr interessant und schön. Hat ganz tolle witzige Momente. Also gerade. Mhm. Fünf ist einer der äh, Titel, die ich immer jedem gerne ans Herz lege, zum Beispiel, weil ich es sehr, sehr witzig finde. Äh, sechs ist für viele ja sogar besser als sieben in der Ernsthaftigkeit mm -hmm. und den dramatischen Momenten. Ähm, war für mich dann nicht so, weil ich halt mit sieben auch angefangen habe. Dafür muss man, glaube ich damals halt einfach sechs gespielt haben, als es draußen war, dann war das halt vielleicht genau das gleiche. Aber, aber, aber ja. diese, diese Umwelt, dieses Umweltthema ist auch in zehn super präsent. wenn Sie zehn und in 13, 13 ist es genau. extrem präsent. Gerade 13, drei, ähm, das ist ja wirklich fängt ja genau am Weltuntergang auch an. Mhm. Du springst quasi ein paar Stunden zurück und versuchst das zu verhindern. Und äh, nee, eigentlich kannst du es gar nicht verhindern. Es ist halt nur so, dass du eine Stunde oder so noch dazu gewinnst. Also ist das Ende der Welt im Grunde genommen. Und ähm, du hast es halt auch in, äh, ja, und, und in 12 geht es halt eben ein bisschen stärker um Krieg und Konflikte und so, aber das spielt auch. Bei 9 drin. ist es auch drin, also ist, das ist, ist schon drin. eins der leitenden mhm. äh, Themen, definitiv. Wusstest du, ja, übrigens, 16, dass Bei 16 war es irgendwie, habe ich auch Bei 16 weiß ich es noch nicht. Ich, ne, ich, ich ja. werde werd 16 irgendwann nochmal angehen und dann berichten, äh, ob es für mich ein Final Fantasy ist oder nicht. Derzeit <laughs> fühlt es sich für mich immer noch nicht danach an, aber mh, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich fragen, sorry. Okay. Äh, kein Problem. Ich ähm, habe darüber nachgedacht, dann, weil wir, äh, wie gesagt, mit dem Freund habe ich dann drüber gesprochen, wo könnte man denn alle Final Fantasies erleben? Und äh, oh, kam halt die Switch drauf. Ne? Du, ja, genau. Ja. Die, auf der Switch sind halt die Pixel Remaster. Mhm. Übrigens pervers, wie die Physical Version von den Pixel Remastern gerade bei eBay und Kleinanzeigen ja? hochdödelt, geht auf 400 Euro zu. Also, 400? das ist Was? absoluter kranker Mist. What? <laughs> <laughs> ja, ich hoffe, davon gibt es irgendwie noch mal ein paar mehr, weil das ist natürlich lächerlich. Ich finde allgemein schon für die Pixel Remaster den Preis ganz schön ich mit 70 Euro für ja, Digital. Und, Und da gibt es keine äh, Steam-Version oder so, die man Doch, kann. doch, das kannst du halt machen, ja. wenn du günstig gehen willst. Aber ähm, wenn du es halt auf Modul haben willst für immer, ja. verewigt hm. in der Version, dann blätterst du gerade, glaube ich, bis zu 200 Euro hin und äh, es geht halt auch schon. Die Angebote sind halt bei 400, weil die Sachen ja nur sein. bei Limited Run, glaube ich, auch wieder waren oder was weiß ich. Was Ach ist. ja, das ladige Thema. Ich hasse sowas auch, diese künstliche Verknappung von, von ja. Physicals. Äh, Na, jedenfalls ja, gibt es die da bei, Entschuldige, äh, tsch ähm, ich will das nur kurz zu Ende sagen. Äh, und es gibt mhm. ja auch die FF7-Geschichte, ähm, FF8, FF9, FF10, gibt es alles auf der Switch. Gibt es aber halt die ganze ja, aber die neuen halt nicht. Online klappen wir jetzt mal aus. Das heißt, 11 und 14 reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Genau, aber, du äh, kannst, aber alle ja. anderen gibt es tatsächlich auf der PlayStation 4/5. Genau. Alles bis auf Final Fantasy 13, die Trilogie, die gibt es wieder nicht auf der Playstation 4, die gibt es nur auf der PS3. <laughs> die gibt es nur auf der PS3, aber da sind die Xbox-Versionen ganz gut, weil da haben sie fürs Backwards-Programm auch ein paar Sachen neu gemacht. Also wenn du die Original-Disc hast und die einlegst, dann lädt sich mhm. da eine neue Version runter, da sind die Zwischensequenzen irgendwie nochmal rausgerechnet worden und irgendwie andere Sachen. Das ist tatsächlich die Xbox-Version, die bessere, die beste. Von allen mhm. dreien, glaube ich. Also ich weiß es auf jeden Fall von dem ersten, aber bei zwei und drei glaube ich aber auch. Und ich kann mich erinnern, ich habe die 13er sehr gerne gespielt, trotz, also da haben ja viele Leute das damals kritisiert, ich fand die aber geil. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, dass die PS3-Version teilweise, bei, gerade beim zweiten, hat viele Performance-Probleme hatte und ich glaube, das würde sich schon lohnen, das auf der Xbox zu spielen. Mhm. Und dann, warte mal, 14, klammern wir aus, dann gäbe es 15 und ich glaube bei 15 ist es dann das wieder die PlayStation-Version, die besser war. Ich glaube es aber, dass das ist auch für PC relativ gibt's. ähnlich. Ja, genau. Ich, ja, gibt's also ich, da habe ich in Erinnerung, dass die Xbox-Version nicht so gut war, aber es kann auch sein, dass es egal ist mittlerweile, weil da gab es echt viele Patches. Ich glaube, das ist eigentlich überall gleich. 15 ist auf dem PC ganz gut optimiert, hast auch Ultraweitunterstützung Unterstützung und so ein Kram. Ja. Fühlte sich auch an wie so ein PC Final Fantasy in vielerlei Hinsicht. Und es gab ja auch den Bruch vom Thematischen, also das ist ja wirklich eine Roadtrip-Geschichte, die ja. dann nur ganz viel aus alten Final Fantasies nimmt, an Namen und äh, droppt die dann halt irgendwie rein. Aber mhm. hat sich schon auch da so angefühlt, als ob die Serie sich gerade neu sucht. Alles sehr, sehr spannend. Während Final Fantasy VII Rebirth, äh, abgesehen vom Kampfsystem, ja, schon noch wieder sehr klassisch ist, weil es halt. Es halt also es, so ist, es ist erstaunlich nah dran. Du hast ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass sie sich versuchen, neu zu erfinden. Es erzählt ja, ja nicht genau das Gleiche, was FF7 gehört, äh, erzählt hat. Beziehungsweise sie versuchen, das so einzufangen, dass es schon Kräfte, es ist so richtig Meta. Es gibt halt Kräfte im Spiel, die versuchen, mhm. dass die Handlung genauso ist wie im Original. Aber die Gruppe kämpft halt genau dagegen an, dass es neues Schicksal gibt, dass es was anders geht. Aber Je mehr ich jetzt von Rebirth spiele, ist es lustig, wie sehr es sich doch wieder gleicht. Halt. Also es ist, eigentlich ist, machst du tatsächlich genau das Gleiche, nur dass alles halt in die Länge gezogen wird und du äh, ewig brauchst, bis du zum nächsten großen Storybeat kommst. Und ähm, dann kommt es halt immer darauf an, ob die Sachen dir da gerade gefallen. Das kann man nämlich gut und schlecht machen. Und da komme ich zum zweiten Thema, was ich mitgebracht habe. Nämlich, ich habe auch noch Final Fantasy 7 äh, Remake Inter. Integrate. Reingeschoben. Ah ja, okay. Das hatte ja, ich ja, noch ja. nicht gespielt, Yuffis episode mhm. Und ähm, davon gibt es zwei Kapitel. Das erste ist, hat mir gut gefallen, vor allem gibt es auch ein Minigame, was Spaß gemacht hat: Fort Condor. Das spielt sich so ein bisschen wie Clash Royale und man hat aber die Einheiten aus dem Final Fantasy VII-Universum. Das ging super verlot von der Hand, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, wie sich Yuffie als Charakter aufbaut, ist absolut spot on, genial. Also dafür, dass das die Vorlage auch da wieder nur so ein Polygonblock aus dem von 1997 war, ist das eins zu eins so wie ich sie mir immer erträumt hatte. Also dieses Mädchen ist so dermaßen cool drauf und quirky und nice. Ähm, mega, mega, totaler Crush, den ich habe, äh, äh, was Yuffie was <laughs> angeht in dem in der neuen Episode. So, dann kommt dieses zweite Kapitel und es ist einfach nur ein, da, da geht man dann ins Shinra-Gebäude in den Keller und guckt, was da los ist und sie will die Ultramateria finden, findet aber nur einen Kampf nach dem nächsten und so richtig auf die stupideste Art. Jetzt wähle den nächsten Kampf aus, willst du erst gegen den kämpfen oder gegen den? Und dann wieder eine Etage höher, wieder kämpfe, kämpfe, kämpfe und mm. alles immer nur in grauem Metall. Umgebung. Mega stupide. Und das Ding hat ja super Wertung abgesahnt. Und ich hm. denke mir so, eine Hälfte von diesem Spiel ist aber echt einfallslos und scheiße, Leute. Das, das, ist, das geht schon wieder nicht. Das musste, hätte viel stärker kritisiert werden müssen. Ähm, das ist nett. Aber das wurde ja auch verkauft für Geld und da, wenn dann eine Hälfte inhaltlich wirklich einfallslos ist und die andere Hälfte gut, ist es halt nicht alle, so, so eine Lobeshymne, die es erfahren sollte. Ja. Hast du denn auch dieses Ad Advent Children gespielt? Also den, den psp We Nee, ich, das war der Film. Crisis Core meinst PSP du? Jetzt? Crisis Core war das, ne? Ja. Genau. Ja, habe nee, hab ich in viele reingeguckt. Ich habe mich jetzt halt auch viel mit der Frage beschäftigt: Was sollte ich wissen, bevor ich jetzt Rebirth spiele? Was sollte hm. ich alles wissen? Was wissen eigentlich die Charaktere? <laughs> was sollten die wissen? Weil die spielen halt auch immer mit dem Gedanken, was ist jetzt wie? Die sind ja so ein bisschen, ähm, ohne, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ein paar der Charaktere wissen sehr genau, was mit ihnen wohl später mal passiert. Und äh, ja. diese alternativen Sachen werden halt auch gezeigt, durchaus, was möglich wäre und sowas. Also es ist, es ist super Meta und, und äh, ich glaube aber am Ende reicht es, wenn man wenn man das Original gespielt hat, weil, mhm. also gerade auch die PSP-Episode, da ist, da ist viel Schrott bei. Vor allen Dingen die Missionsstruktur, die das hatte. Ähm, nee. Ja, diese Story, <laughs> gerade auch mit Zack, das ist halt sehr, sehr wichtig. Das ist ja einer der Hauptstory-Beats. Was ist jetzt mit Zack, Was ist mit Cloud? Und wie stehen die in der Verbindung? Und wer ist wer? Ähm, aber muss man nicht wissen. Ja, das okay. ist, glaube ich, nicht ich wichtig. Weiß, ich weiß tatsächlich auch gar nichts über diese Episode. Also, ich habe die irgendwann mal gekauft und <laughs> seitdem steht die mm. im Regal. Und dann gibt wie, wie das Vincent erste Geschichte? Final Fantasy. Das ist halt so, ich, ich bin so, ich bin an einem Punkt, wo ich so überlege, wartest du, bis alles da ist? Also, ich bin super geduldig bei sowas. Also, ich muss quasi, es interessiert mich total und ähm, diese, die Charaktere interessieren mich. Auf der anderen Seite würde es mich ärgern, wenn ich am Ende von dem jetzt im aktuellen Rebirth irgendwie ankomme. Und dann heißt du, ja, jetzt musst du wieder drei Jahre warten, bis dann, bis das neue, äh, bis uh. du, bis die Handlung weitergeht. Und bis dann habe ich dann eh wieder alles vergessen. Und dann bin ich, ich bin wirklich eher so, ich bin fast nur überlegen, ob ich dann nicht einfach jetzt ähm, alles so durchziehe, weil ich dann null Zeitdruck habe. Bin aber super, ich freue mich aber, dass total viele Leute da jetzt so mitschwingen. Und ich, man merkt es auch an dir, also du hast ja Kritik eigentlich. Auf ja. der anderen Seite. Es ist aber auch geil, diese Reise zu machen. Also, du merkst ja, halt also, irgendwie so. Ja. absolut. Also, Rebirth hat mich inhaltlich mit der Welt halt wieder voll gefangen genommen. Mhm. Ich bin, bin jetzt kurz vor Gold Saucer und kann es kaum erwarten, halt weiterzuspielen, weil diese Welt so genial <laughs> ist. Und man muss auch einfach dazu sagen: technisch hat es zwar hier und da so Kleinigkeiten, die nicht gut sind, so Schattenberechnungen, Level of Detail, ein Meter mhm. vorm Fuß. Quasi erst die erhöhte Auflösung, das sieht schlecht aus in dem Moment. Äh, ein bisschen viral gegangen ist auch ein Clip, wo du mit Cloud irgendwie ins Wasser fällst und er äh, rausgeht und danach halt keine Kla äh, nassen Klamotten hat und alle so gesagt haben, wow Leute, wir haben 2024, das geht ja gar nicht. Und ich nur so dachte, ja stimmt, das ist schon blöd, aber es ist halt auch kein Gamebreaker, kein Breaker. Aber klar, mit 21 oder vielleicht mit 16 hätte ich das auch noch anders gesehen, dann wäre das... Da waren solche Sachen für mich auch so, dass ich gesagt habe: Oh nee, das geht ja gar ja, nicht! Ja, ja, Was ist da ja, ja, denn ja. los? Warum wird das nicht kritisiert? Ja, 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 ja. Warum steht das in jedem Review, dass er nicht nass ist, wenn er <laughs> aus, aus dem Wasser kommt? Und tatsächlich ist es ein bisschen faul, weil es ne, definitiv eine nasse Textur oder eine nasse Form von Cloud gibt. Es, es regnet sehr oft in dem Spiel auch. Ja, 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 und ja. dann ist er halt nass. Und warum kann man das leider da nicht benutzen? Also es, sie existiert. Sie haben es halt nur nicht in dem Moment da darauf äh, ja, eingesetzt. Aber diese, ich glaube, ich glaube neue. auch, dass es von diesem, es gab ja von dem Remake, von dem ersten Teil gab es ja auch eine PS5-Version, die dann besser lief. Und das mhm. denke ich mir halt auch. Also ich denke jetzt halt eben, klar, es ist geil, jetzt diese Reise mitzumachen und das mit vielen anderen Superfans so mitzumachen erleben, weil die Konversation mhm. ist ja auch spannend, in diesem Moment zu sein. Mhm. Andererseits ähm, ist, äh, wenn man geduldig ist, kriegt man dann halt meistens die bessere Version. Also wenn es eine PS 5 Pro oder was weiß ich vielleicht kommt oder der PS6, das ist garantiert, also das, da wird garantiert eine neue Version kommen. Auf jeden Fall, ähm, wird so am Ende gibt es die wo, wo, wo golden wo sonst auch, Version genau, mit allen wo, Teilen. Ja, ja. Wo der Cloud auch mal nass ist, wenn er aus dem Wasser kommt. Ich bin da, aber ich, also ich, ich freue mich aber, dass es so viele Leute freut, also ich habe nämlich auch ähm, online so Reaktionen bekommen, dass Leute, die es zu Ende gespielt haben, wirklich am Ende auch sehr traurig, also traurig waren, dass es vorbei ja. ist und uns dann mitgerissen und ich finde ja. schön, dass so ein Titel existiert, der wo viele sich trotz aller Kritik trotzdem einig sind, dass es sich auf irgendeine Art und Weise bewegt und ich finde das kann ja. man muss generell ganz gut gebrauchen, finde ich. An geil. dieser Stelle ist genau der richtige Zeitpunkt zu warnen, äh, wenn ihr wenn euch das viel, wenn euch das sehr am Herz liegt, wie mir. Hm. Könnt ja. ihr jetzt schon nicht mehr auf Google gehen. Eigentlich müsst <laughs> ihr sogar gucken, wenn ihr halt euch viel mit dem Spiel beschäftigt und auch mal was googelt, irgendwie was, keine Ahnung, ein Boss, an dem er nicht weiterkommt und gerade eine Schwäche ja. irgendwie guckt oder so. Und danach Google halt weiß, euch interessiert das Thema. Äh, es ist die allein die Fragen, die in dem Google-Fenster vorgeschlagen werden, gehen schon nicht mehr, sind fette Spoiler. Fetteste Spoiler, der ekeligsten Arzt. Ah. Ah, und das, ist das äh, ich ja. weiß, dass es, äh, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es verdorben kriegen. Hundertprozentig. Äh, das sagt mir meine Lebenserfahrung. <laughs> äh, und äh, ja, ich bin da so semi-sensibel, aber gerade bei dem Titel bin ich halt, glaube ich, sehr sensibel. Auch was ja eine Empfehlung wahrscheinlich in YouTube angezeigt wird und so. Ja, ja, ganz, ja, ganz genau. Thumbnails, das geht alles gar nicht mehr. Ich ja. musste das jetzt auf Social Media komplett blocken. Also wirklich auf <laughs> ja. die Blacklist setzen. Und bei YouTube habe ich es halt auch gesagt. Bitte nichts zum Thema FF7 und da kann man ja auch Keywords nehmen. Aber die Arbeit macht sich halt. Die allerwenigsten machen sich diese ja, Arbeit. Ja. Unter anderem jetzt ich, und auch nur weil ich musste, weil eine Sache wurde mir halt schon gespoilert und die ist so sehr zentral und es ärgert mich jetzt schon tierisch. Und es gibt aber auch noch zwei, drei andere, ähm, die zum Glück jetzt bei mir schon passiert sind, die ich nicht hätte gerne vorher gewusst hätte. So. Ja. Ähm, von daher spüre ich auf der einen Seite diesen Druck, es jetzt schon als durchzuspielen. Gleichzeitig merke ich, dieses Spiel funktioniert nur wenn ich abends oder so, wenn ich so richtig mit Ruhe mich hinsetze auf die Couch, in die Ecke, HDR, OLED, fette Anlage und sage, ich habe jetzt drei Stunden <laughs> ja. und mache eine kurze Pause in der Mitte und es ist ganz egal, wie schnell ich durch dieses Spiel gehe. Ich, seitdem macht es mir halt 80 Mal so viel Spaß wie vorher. Das, das ist, ist kein Ding, Spiel. das, ist, ja, ja, das genau, ist... Genau, du kannst da Fall nicht Fantasy durchhetzen. Final Fantasy braucht immer fette Präsentationen. Das ja. war schon immer so. Ich, ich kann mich auch noch an 15 erinnern, weil so, öh, das ist technisch so unrein und äh, hat hier und die Fehler. Ja, aber sitzt mal vor, vor einer großen Leinwand und warte mal, bis dann diese Raumschiffe kommen, wo diese Roboter ja. abgeseilt werden. Das ist ein geiler Moment. Das ist halt dafür gemacht, dass es groß ist. Und das ist bei allen Final Fantasies so. Dass, das sind Blockbuster. Das sind IMAX-Titel. Ja. Okay. Also, <laughs> so, perfektes können, Stichwort. Ja. Ja. Wie, wie mit Oppenheimer ja, oder sowas. Das so. muss man im Kino sehen. Das genau. funktioniert nicht im Wohnzimmer. Final Fantasies, das sind Oppenheimer-Filme. Auch die Leute, die sagen, ja, auch auch die, auch die Kinosachen, auch Advent Children zum Beispiel, den habe ich zum Beispiel gesehen. Es ist, das musst du auf der großen Leinwand sehen. Man muss diese Motorradverfolgungsjagd auf der großen Leinwand gesehen haben, um zu checken, wie das rüberkommen soll. Auch, auch Spirits Within muss man auf der großen Leinwand gesehen haben, damit diese Geier-Sachen rüberkommen. Alles, ja. also Final Fantasy ist groß. 13, 12, alle. Ähm, das ist, das war schon immer so gedacht. Das sind also Final nicht auf der Switch spielen. <laughs> nee, also Die Pixelteile vielleicht nicht, aber ab sieben würde ich sagen, es sind ja ja. wirklich so mit groß anlegten Zwischensequenzen, diese, äh, Graf also die gerenderten Hintergründe und so. Das ist schon wirklich Blockbuster. Es ist IMAX-Äquivalent ja. zu in Videospielen quasi. Es ist wirklich ja. wie Oppenheimer oder irgendwas anderes. Und das ist, würde ich auch sagen. Also bei, bei Christopher Nolan sitzt du ja auch. Also, ich habe ein, zwei Filme dann halt auch zu Hause gesehen und. Ähm, teilweise dann auf zu kleinen Bildschirmen. Das sind Sachen, die muss man auf der Leinwand sehen. Tenet und so funktioniert nicht so gut, wenn man es halt nicht auf der fetten Leinwand sieht. Weil, weil diese Bilder dafür gemacht sind, dass sie groß sind, weil sie ja auch, ähm, ne, so, weil du ja auch die, bei die Wahrnehmung bei Nolan ja auch immer eine große Rolle spielt. Was nimmst du jetzt? Äh, manchmal muss man die Filme ja deshalb auch mehrmals gucken. Und uh -huh, das uh -huh. ist halt eben dieses, das ist halt eben das Ding auch bei Final Fantasy. Und die Final Fantasy, Alter, das, was Dark ich gesehen Light. habe. Ah. Ich bin kein Batman-Fan, aber Dark Knight ist ja. schon richtig gut. Äh, weil, also selbst für jemanden, der Batman nicht mag, muss ich sagen, diese, diese Wirkung, diese, diese großen Bilder erzählen auch so Sachen, einfache Dinge wie der Ballsaal, wenn ja. der Joker so auf, ähm, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, aber auf die so zugeht und diese Breite und diese Verdichtung des Bildes und so, das funktioniert, weil das ein Breitbild ist. Das funktioniert, weil du halt diese Peripheral Vision irgendwie hast. Tennet genau dasselbe mit diesen Rückwärtssachen, so, alle so, das läuft ja nur rückwärts. Ja, aber guck doch mal diese Szene mit dem Flugzeug rückwärts an, dann auf einer großen Leinwand, das wirkt anders, weil du diese Explosion dann irgendwie auch spürst. Mhm. Es ist so, als würden die Leute, als würden die Juden auf einem kleinen 20-Zoller mhm. gucken oder mhm. so. Das sind, das sind halt Filme, die müssen groß sein. Und so ist Final Fantasy auch. Final, also, das, was ich von Final Fantasy bisher gespielt habe und ich habe einige gespielt, die waren alle groß. Das waren alles diese großen Szenarien. Und äh, dann vergisst, vergisst man auch viele Schwächen die die weil das ganz weil du merkst das ist ein Spiel das ist das ist ein beziehungsweise Spiel, du genießt sie halt so wie sie gedacht ja. sind das ist der Unterschied du kannst genau. sie dann halt nicht wertschätzen wenn du diese Sachen nicht hast die diese Dinge halt zum Leben erwecken genau Richtig. das ist das was dann fehlt und ähm, ja äh, zum Glück gelingt es mir jetzt und ich bin dann auch versunken weil ich mir dann so viel Zeit und Ruhe gegönnt habe dass ich jetzt auch in dem Minispiel äh, das äh, das, was sich herauskristallisiert, was, was ich nicht als Einziger sehr mag, äh, Queensblood, das Kartenspiel, das, das mhm. primäre Minigame, will ich es mal nennen. Das ist das, wo eindeutig am meisten Entwicklungszeit auch eingeflossen ist. Ein sehr, sehr schönes taktik minispiel wo es darum geht, ähnlich wie in Gwent. Ähm, mit den Einheiten auch wieder, äh, die Einheiten aus dem Final Fantasy VII Universum, dass man die sammelt wie ein Sammelkartenspiel und dann sich ein Deck zusammenstellt und damit versucht auf drei Ebenen äh, die, den Gegner quasi auszustechen und äh, mehr Punkte, mehr, mehr Angriffspunkte auf eine Linie zu versammeln. Und das auch das macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht fast <laughs> zu viel Spaß, eigentlich müsste es ein eigenes Spiel sein. Mal gucken, äh, wie das noch weitergeht, aber. Ähm, haben sie schon clever, clever hingekriegt. Die anderen Minigames bin, muss ich immer noch sagen: so Rhythmusspiele-Style äh, sehe ich einfach nicht, warum ich mich da investieren sollte. Vielleicht ändert sich das hier und da auch noch. Aber das, also Queen's Blood, sehr gut. Sehr gelungen. Ja, äh, besser als Tetra und all das. Das Ist auch so ein äh, Open-World-Ding, äh. ne? dass viele Open-World-Spiele haben ja auch so kleine Minispiele. Ich kann mich daran erinnern, dass Horizon auch so ein, also der zweite Teil hatte auch irgendwie so ein Brettspiel mit drin, mhm. dass du da mhm. drüben spielen konntest, machen. Finde ich immer ganz nett, dass da, da wird da, wird da auch so, das fand ich bei Horizon cool, da wird so eine Parallelgeschichte über die Brettspielliga. <laughs> halt ja, aufgebaut. ja, genau, ist da auch. Das ja. ist dann hier auch so, dass, dass ja. da so eine Szene quasi existiert. Die spielen das gerne und du kannst ja. in den Club eintreten. Also oh, das finde ich geil. Das finde ich geil. Genau. Ja. geil. Also ich bin nicht so investiert in dieses Spiel, aber ich finde geil, wenn es so ein Narrative Design so reinpasst, mhm. ne? wenn es dann irgendwie noch mehr über dieses Universum so erzählt. Und du merkst, okay, es gibt zwar diese High Stakes auf der einen Seite, die du involviert bist als Held oder Heldin. Ähm, aber parallel gibt es auch Leute, die ein ganz normales Leben haben, so wie wir da sitzen <laughs> und Videospiele zocken oder Brettspiele spielen. Das finde ich total sympathisch, dass das da irgendwie halt auch noch so ein Parallellaufen ist von Leuten, die nicht so viel Ahnung von dem haben, was du da eigentlich im Spiel machst. Das finde ich eigentlich hm. das find ich cool. ja. So, nächste Woche reden wir wieder über F7 Rebirth. <laughs> Mal gucken, wie weit ich dann bin. <laughs> ja, äh, 80 Frage geht das, ne? ich habe ja schon... Ne, ja, bei oder? mir wird es länger gehen, weil ich ja. bin jetzt schon weit über 20 drin und wie gesagt... Erst kurz vor Gold Saucer. Ähm, äh, da geht es ja um das Date. Wen nimmt man mit? Bei mir ist es ja jetzt offensichtlich, ich will Yuffie hier und da und dort und überall. <laughs> ähm, und wen würdest du spontan mitnehmen, wenn du gerade dürftest? Hm. Boah, dazu kenne ich die Charaktere nicht gut genug, glaube ich. Barrett, Yuffie, Aerith, äh, Tifa. Ja, Tifa, Aerith. Alle, alle, <laughs> alle drei zusammen. <lacht> <lacht> Einfach alle Frauen in eine Gruppe schmeißen. Also es ist eine wird eine Weife gruppe bei mir immer. Ja. Ich hatte damals Freunden. Barrett auch mal mit, das weiß ich. Ich habe einmal nur gespielt, weil ich wissen Barrett wollte, wie es ist, wenn man Barrett nimmt. Es Barrett ist dann ja. es ist halt nicht so eine Homo Story, es wird dann schon irgendwie, da ist schon Liebe im Raum, aber sie haben sich damals, jedenfalls im Original nicht getraut, da halt so komplett auf Gay zu gehen. Das haben sie nicht mhm. gemacht. Es ist schon ein Unterschied, äh, die, die Vibes, die man hat, wenn man mit den Damen äh, auf das Date geht, äh, beziehungsweise im Vergleich dann zu ihm. Von daher äh, spannende Sachen. Ich werde es jetzt nicht tausendmal spielen, um, weil du musst halt die Entscheidung machen, um dahin zu kommen. Ich werde halt das mit Yuffie machen und mir danach angucken, wie es gewesen wäre, mit, wäre, wenn. Ne? Man kann aber auch das Kapitel... Das wäre eigentlich eine gute Option. Es gibt ja eh eine Kapitelauswahl, wenn du die Spiele durchgespielt hast, diese Remakes. Und ähm, wäre gut, wenn Sie die äh, Gold saucer episode ähm, das dann irgendwie einbauen würden, dass man sagt, ich habe bis jetzt alle Entscheidungen getroffen auf Charakter XY. Das wäre eigentlich auch eine nette Quality of Life-Geschichte. Ist aber, soweit ich weiß, nicht drin. So, die letzte große Frage, die ich noch habe, schaffe ich es, FF7 Rebirth durchzuspielen? bis Dragon's Dogma 2 rauskommt. Nein. <laughs> Nein. Meinst du nicht? Nee. Und äh, da würde ich mir auch überlegen, ob du danach Dragon's Dogma 2, weil das wird auch ein riesen glaube ich. Ja. Wunderbare Überleitung, vielen Dank. Ähm, ich habe eine Preview von Dragon's Dogma 2 gespielt, äh, das äh, eigentlich sogar schon seit der, äh, beim letzten Brunch das war, lag nur ein Embargo noch drauf und das ist jetzt diese Woche gefallen. Und Dragon's Dogma, ähm, das werde ich garantiert nochmal als Einzelfolge hier im äh, bei Inside Moin besprechen, weil äh, das einfach ein Brett ist. Äh, mhm. Also Drank Dogma ist ein 13 Jahre altes Spiel von Capcom. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Leute sich daran erinnern. Ähm, das war so ein kleiner Achtungserfolg mit 1,3 Millionen verkauften Exemplaren. Also es ist durchaus schon ein relativ bekannter Titel eigentlich. Aber es ist so, dass die, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute vergessen haben, dass es existiert, bis jetzt halt der zweite Teil angekündigt worden ist. Und Drank Dogma für die Leute, die es gar nicht kennen, ist im Grunde genommen so etwas wie ähm, eine Action-Version vom pen paper rollenspielen Also, das ist so eine klassische Medieval-Fantasy-Welt. Ähm, die sieht halt erstmal ein bisschen langweilig aus, mit Rittern, Drachen, Zwergen. Bisschen tollen. Skyrim? Westlich? Ja, also ein bisschen, ja, wirklich sehr wie Skyrim. Sieht gar nicht aus wie ein japanisches Spiel auch zuerst, weil mhm. dir fehlen also komplett die abgefahrenen Kostüme oder so, sondern es sieht sehr, sehr geerdet erstmal aus. Ähm, und das täuscht aber, weil das ist von den Entwicklern, das ist von dem Entwicklungsstudio, das auch Devin McCry gemacht hat. Und die äh, mischen das Ganze mit so einem, die lassen quasi diesen ganzen Rollenspiel Ballast so weg. Ja, also das, das ist, klar, gibt es Erfahrungspunkte, aber es ist jetzt nicht so super präsent. Da muss man so schon ins Menü gehen, sondern es geht schon ein bisschen stärker darum, halt äh, durch die, mit deiner Vierergruppe äh, durch die äh, Landschaft zu laufen und dort gegen Monster zu kämpfen. Und es ist auch tatsächlich so, dass du wirklich alle paar Meter irgendeinen, Konflikt hast. Also du kommst halt irgendwie um die Ecke, da ist ein Wolfsrudel, gehst um die nächste Ecke, da ist dann ein Troll, der gehst um die nächste Ecke, da ist ein Zyklop. Also das Kämpfen ist schon ein sehr, sehr präsentes Ding bei Dragons Dogma. Findet alles in der Open World statt. Die ist ähm, auch in sich, äh, die ist halt auch ohne Ladezeiten und alles. Du kannst da irgendwie durch die Gegend laufen. Also auch da wieder das Skyrim-Ding. Und ähm, das ist erstmal so das gesetzte Ding. Ja, und was es wirklich so gut macht, was es wirklich so gut macht. Ist, dass, diese, dass du nie hundertprozentig weißt, was da passiert. Die Kämpfe, ich sag mal so, es gibt viele Spiele, die haben sehr stark vordefinierte Animationen und Situationen, was die Kämpfe betrifft. Also so Character-Action-Games, so sehr ich die auch liebe, aber so ein Bayonetta hat eine Vielzahl von Animationen. Und da gibt es nicht so viele Zufälle. Also es äh, gibt nur eine Aktion und Reaktion sozusagen. Und ich denke mal, das ist bei Final Fantasy zum Beispiel jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, auch zum Teil so. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber du sieh, irgendwann hast du diese Möglichkeiten auch mal irgendwie ausgeschöpft und da ist nicht so viel dem Zufall überlassen. Und das ist genau das, was Dragon's Dogma ausmacht. Es hat so ein Zufallselement, ein physikbasiertes Zufallselement, der das von den Animationen ein kleines bisschen janky macht. Also es sieht manchmal merkwürdig aus, wenn Leute stolpern oder wenn Leute mhm. so. Ne, über ne, so ein bisschen, es sieht nicht so perfekt animiert aus, aber wer einmal Monster Hunter gespielt hat, der weiß ganz genau, warum Capcom das macht. Es fühlt sich einfach mega gut an im Spiel. Mhm. Und da passieren so Sachen, also du kannst zum Beispiel auf alles draufklettern, auf alles. Also du kannst mhm. irgendwie an Wänden hochklettern natürlich, aber du kannst auch auf Gegner draufklettern. Also wenn du da zum Beispiel einen Zyklop hast, der ist dreimal so groß wie du oder viermal. Dann kannst du auch auf den draufklettern versuchen, irgendwas mit deinem Schwert da oben zu machen, auf seinen okay. Schädel einzubrechen oder so. Ähm, du kannst, und du bist immer mit äh, drei KI-Kollegen unterwegs, das ist grundsätzlich ein Singleplayer-Spiel. Ähm, ich erkläre gar was zu diesem Pawn-System, aber erstmal, du hast drei KI-Kollegen mit dabei. Und du kannst auch, wenn du auf einer Erhöhung stehst, einen von deinen Vasallen nehmen. Und auf den Rücken des, des Gegners schmeißen, um zum Beispiel ah, einen taktischen Vorteil zu bekommen. Wirklich also viel Monsterhunter, ja, okay. Ja, es ist sehr viel Monsterhunter drin. Wir kennen es, ne, Man kann auf den Rücken von Monstern, bei Monstern springen. Das kann man auch selber machen. Du kannst natürlich auch selber drauf springen. Aber du kannst halt auch so Sachen machen, wie Gegenstände nehmen, greifen und damit in irgendeiner Form interagieren. Und das mhm. passieren ständig so Sachen, wo du so, wie das geht, das kann ich machen, weil... Die Vasallen, das ist der Clou. Die Vasallen sind KI-Leute, aber sie, du kannst sie rekrutieren aus den Spielen anderer Leute. Das ist die einzige Online-Komponente, die dieses Spiel hat. Also es hat keinen Online-Korb oder so. Aber Vasallen sind wie Söldner. Also du kannst die, das heißt so ein bisschen wie du der kannst quasi mich und meinen Charakter kannst du in dein Spiel reinholen und genau. dann mich als äh, KI bei dir mitlaufen lassen. So zu sagen. Also es ist ein bisschen nicht ganz so transparent so, aber die Vasallen, im Prinzip leicht ich mir deine KI-Leute genau, aus. So muss man richtig. sich das vorstellen. Also ja. nicht du selber als Spielfigur. Ich glaube nicht, das weiß ich nicht, das konnte mir da jetzt auch gerade bei der Preview keiner beantworten, werden wir ja sehen. Aber der Clou ist eben, dass die Erfahrung ähm, sich dann in die Spiele überträgt. Also wenn der Basal, der dann bei mir zum Beispiel eine ganze Weile mitspielt, irgendwas lernt, also zum Beispiel einen neuen Move oder eine neue Taktik, dann nimmt er diese Erfahrung mit in dein Spiel und wenn du das nächste ah. Mal spielst, kann dieser okay. Basal dann zum Beispiel sagen, hey, ich habe einen neuen Trick gelernt und, und dann macht er Sachen. Und dann habe ich in der Preview zum Beispiel eine Situation gehabt, wir kämpfen gegen so einen Zyklop irgendwo im Wald und dann kam ein Basal und hat den Fuß des Zyklopen genommen, den gezogen und den, und den Zyklopen zum Fall gebracht. Der, oh diesen, nice. der ist dann einfach nach vorne gefallen und so und, und fiel dann einfach um. Und du sitzt da und denkst, hat was sei das gerade gemacht? Und er sagt auch noch so, ja, das ist die Taktik. Und dann ist der kurz betäubt gewesen, konnte dann halt einen Befehl mhm. geben, dass alle so in die Offensive gehen und draufhauen. Und dann äh, hat er sehr viel Lebensenergie verloren. Und solche Sachen lernen diese Leute so. Also das wird so erklärt mit so einem multiversum paralleluniversum ding dass die Leute sich an so ein anderes Leben erinnern. Das ist ja also, lustig. So parallel laufende Leben okay. und dann sagen die so Sachen wie, oh, hier ist vielleicht eine Schatzkiste. Du läufst dann durch die Landschaft zum mm, Beispiel, und dann sagen die mm. Sachen so, wir sollten da drüber laufen, weil ich glaube, hier sollte eine Kiste zu So haben. kleine laufende Minispoiler. Ja, ja, super. Und es ist, das macht doch mal aus. Also es sieht am Anfang total unscheinbar aus. Und wenn man Videos guckt, dann sieht es auch Janky aus. Also der Jank ist aber eigentlich das, was es geil macht. Also weil du hast... Auf der einen Seite das typische Monster Hunter äh, Capcom-mäßige, super geil präsentierte, mit sehr vielen Animationen und großen Explosionen, Partikeleffekte und so, das ist alles drin und du kannst zaubern und sowas und alles. Ähm, also es sieht optisch opulent aus, aber es passieren aber auch gleichzeitig so Sachen, mit denen man nicht rechnet, mit denen man eigentlich eher so einem, weiß nicht, einem Goat simulator oder so zuordnen ja. sollte. Also es sieht nicht glitchy aus, aber so schon so Sachen, dass man Leute stolpern. Es kann sein, also das ist nicht mir passiert, aber ich habe in der Preview gesehen, dass, dass ein äh, Kollege aus der Presse, der ist von einem Wolf gepackt und durch von einem Wolf dann mehrere Meter durch die Landschaft getreten, äh, ge gezogen, worden. gezogen worden. Ja, ja ich habe ich hab aber dafür dann einen Wolf genommen. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich Wölfe nehmen kann und Wölfe auf andere Wölfe werfen kann. Ich habe Leute von Klippen runtergetreten und so. Klingt ich hab, so ein bisschen äh, nach äh, Herr ja. der Ringe. Hm? Ja, da, die Kämpfe in Herr ja. der Ringe waren doch auch so, dass, dass man sich immer gefragt hat, oh krass, ja, oder nimmt er den Zwerg und wirft ihn irgendwie auf Gegner ja, ja, oder was wie dann der eine von dem, von dem ja, ja. Äh, auch Wolfsähnlichen dann so rumgerissen wurde, ja. ja hat so was Physisches und das, ist, das mhm. macht dieses Spiel so gut und es ist sehr auf, auf diesen Zufallsfaktor auch ausgelegt. Auch, dass Gegner sich untereinander bekämpfen können. Also du hast ähm, alle möglichen Fantasy-Kreaturen, mhm. die du dir vorstellen kannst. Also auch Drachen und Greifen und so. Also alles so aus dieser Ecke, was so aus dem Teuken inspirierten Umfeld sozusagen kommen. Der Ring ist ein guter Stichwort, also daran hat es mich auch sehr stark erinnert. Weniger Dark Souls, also weniger Souls-like mit so bizarren shotulu artigen Kreaturen, sondern schon eher so klassisch Fantasy. Aber die kriegen sich auch untereinander. Also ich habe zum Beispiel in der Preview, ich konnte drei Stunden spielen und da sind so Sachen passiert, wie dass ich dann irgendwie einfach eine Banditengruppe angegriffen habe und äh, die, die, äh, dann kam plötzlich ein Drache rein und hat einfach alle weggebrutzelt und hat mich dann mit dem Rest der Karte so verfolgt. Und dann kannst du versuchen wegzulaufen und äh, irgendwie was zu machen, aber die, die Leute, also die Kreaturen laufen auch eine Zeit lang hinter dir her und können sich auch in andere Kämpfe zum Beispiel irgendwie mit einbecken. Und da ist immer dieses Zufallselement mit drin, das es so, so witzig macht. Also. Wurde was zur Handlung gesagt? Ähm, was ist Dragons, was ist das Dogma der Drachen? Du bist der Erweckte. <lacht> <lacht> und, und keine Ahnung. Also die haben es einfach da reingeworfen. es ist irgendeine Story über Auserwählte, die das Land retten, bla vor Drachen so. oder mit Drachen. Ja, ich glaube Drachen irgendwas, du hast eine Verbindung zu Drachen, immer ja. wenn so ein, so ein es gibt so kleine und große Drachen, wie heißen die kleinen Drachen? Draco. der es auch so einen Namen für. Drakoniten? Drakoniten? Drakonit. Ja, dann leuchtet deine Brust irgendwie, dann Oh ist eine ja, Verbindung ja denen, der, so. warte mal, der erste fängt doch an mit irgendwie Herz weg und dann kriegst mhm. du ein Drachenherz. Genau. Irgendwie rein oder so ein Kram? Ja. Es, irgendwie geht es da weiter. Das weiß ich auch nicht so genau. Und das ist eigentlich relativ egal. Also das ist, äh, es gibt hauptsächlich darum, die Landschaft zu erkunden und zu kämpfen. Und ähm, mhm. diese, also es gibt Klassen, wie immer, Nahkampf, Verkampf und so. Gewöhnungsbedürftig ist, dass es für viele Klassen keinen ähm, Autolock gibt. Ähm, daran muss man mhm. sich vor allen Dingen nach ganz vielen ähm, Souls-Likes gewöhnen. Also, man kann jetzt nicht einen Taste drücken und dann um den Gegner so herum strafen, mhm. sondern das kommt auf die Klasse an. Es gibt ein paar Fähigkeiten, die haben halt so einen Lock. Du hast natürlich so verschiedene Fähigkeiten, je nach Klasse. So Sachen, dass du, es gibt Angriffe, da kannst du dich teleportieren. Es gibt Angriffe, die haben mächtige Zauber und so das Übliche, was man so aus solchen Spielen kennt. Ähm, aber es ist sehr stark von der Fähigkeit abhängig, ob du blocken kannst und ob du zum Beispiel auch ein Auto-Aim hast. Kommt immer drauf an, was du da gerade benutzt. Das macht die Positionierung auf dem Feld sehr viel wichtiger. Und tatsächlich ist das mit der Gruppe sollte man auch ernst nehmen. Also wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe von ähm, äh, da gibt es Heiler, da gibt es halt Nahkämpfer, Fernkämpfer, Leute, die in der Offensive sind, jeder hat so Vorzüge und Nachteile und so von dem aber da muss man schon drauf achten, weil du merkst dann bei stärkeren Geg also Gegnern merkst du dann schon sehr stark, dass diese, dass diese Verteilung der jeweiligen Ka Funktionen im Kampf auch eine große, große, großen einen, ja, sollte man beachten, also jetzt mhm. zum Beispiel als Fernkämpfer so mitten reinspringen, keine gute Idee. Ich habe halt am Anfang Schwerkämpfer gespielt, das, das war sehr offensiv, und äh, später dann so eine Bogenschützin. Und mit der sollte ich schon eher auf Distanz bleiben. Also die hatte mhm. äh, zwei, drei gute Sachen, die ganz gut, ähm, die so notfalls behelfsmäßig im Nahkampf funktioniert haben. Aber da bist du wirklich halt ein bisschen weiter weg. Und das muss man bei diesem Spiel auch beachten. Und Erkundung ist geil äh, bei Dragon's Dogma. Und das ist das, was mich begeistert. Also ich bin so der Typ, Spielertyp, ich habe bei Horizon nie die Schnellreisefunktion benutzt. Mhm. Never. Weil ich dieses Durchlaufen durch die Landschaft, also wenn es gut gemacht ist, das funktioniert bei Far Cry nicht. Will man genießen, ja. <laughs> genau. Aber bei, bei Horizon war das wirklich so: da kannst du am Horizont schon sehen, was dein Ziel ist. Man hat viele Landmarks gehabt und so und die Orientierung fällt sehr leicht und sowas. Und ich fand das großartig und habe da nie die Schnellreisefunktion bloß bis so ganz am Ende, um mal so zwei, drei Nebenmissionen mhm. zu machen. Dann bin aber ansonsten da einfach immer quer, quer durch und. Das Gefühl habe ich bei Drangstock mal halt auch, weil die haben es wirklich geschafft, so wie beim ersten Teil, wieder so, so eine weite, in sich schlüssige Landschaft zu erstellen, wo man die Landmarks auch weit sehen kann und das merkt man vor allem nachts, weil zum Beispiel Städte nachts auch beleuchtet sind. Also wenn du da irgendwie ja. Ist Dunkelheit, Und du siehst, siehst am Horizont dann so eine Lichterkette. Also, du siehst dann eben halt so eine ganze Reihe von Häusern, die dann auch wirklich beleuchtet ist. Und dann nimmst du dir, also ganz automatisch habe ich mir dann vorgenommen, ich schaffe den Tagesmarsch dahin. Ja, also, ich äh, du kannst dann halt wirklich so sagen, okay, wenn die Nacht um ist, dann werde ich es auf jeden Fall bis zu dieser, dieser Stadt irgendwie schaffen. Dieses Gefühl erzeugt das bei mir. Und du wirst halt dafür belohnt, dass du auch wirklich querfit eingehst und Sachen erforscht. Also du gehst über einen Hügel, dann ist da plötzlich ein Waldabschnitt, wo ein verlassenes Lager zum Beispiel ist und sowas. Und wo vielleicht ein Gegner auf dich wartet, der völlig optional ist. Ich habe eine Mission angenommen, da sollte ich jemanden suchen. Und ich bin am Ende bei ganz anderen Sachen rausgekommen. Und im Gegensatz zu Skyrim musst du nicht 300 Meter laufen, bis irgendwie was passiert, sondern hier passiert wirklich alles in einer sehr dichten Art und Weise. Das ist dieses mhm. Capcom-Ding. Also du bist ständig on the edge. Weil du ständig un, äh, unter Gefahr bist, aber weil es auch ständig was zu entdecken gibt. Also, das ist wirklich so: Skyrim bloß extrem komprimiert. Also Klingt alles für mich auch ein bisschen nach Breath of the Wild von den Landmarks her. Ja, noch komprimierter als Breath noch of the Wild. Noch komprimierter, ja. Breath of the Wild hast du ja viele so Ruhephasen gehabt. Und ich würde, äh, da läufst du ja auch einfach mal in den Wald rein und, und rätselt rum. Rätsel gibt es ja halt keine. Also, mhm. jedenfalls keine, die ich gesehen habe. Kann ja sein, dass später in, in Minen oder so welche kommen. Schon sehr auf Kampf ausgerichtet, aber sehr komprimiert. Also nicht, was Landschaft betrifft, weil das, was ich gesehen habe, war riesig. Also, es war mhm. eine große Karte und man, also in den drei Stunden, die ich spielen konnte, und man hat einmal zwischendurch den Safe gewechselt. Deswegen konnte ich quasi effektiv nur so einen kleinen, winzigen Teil von dieser Karte sehen. Das soll so sehr, sehr groß sein. Aber du hast äh, ständig hinter jeder Ecke irgendwas Neues zu tun. Und bei Breath of the Wild hast du ja auch viele Stellen, wo einfach nichts passiert und wo du sehr viel Ruhe hast. Und okay. es ist schon stressiger als Breath of the Wild. Ich bin mhm. extrem gespannt, weil ich habe den ersten nämlich damals wahnsinnig gerne gespielt, ähm, obwohl es gar nicht mein Jam ist, diese klassischen Mittelalter-Sachen. Also ich finde, ähm, das eigentlich, ich brauche. Die verrückten Frisuren, bitte gib mir pinke Haare. <laughs> okay, aber, aber ja. abseits vom optischen war ja äh, auch das erste äh, Dragon's Dogma, hat man schon gemerkt, dass es ein japanischer Entwickler ist, ähm, ein, ein japanisches Entwicklerteam, das sich an diesem anderen Szenario jetzt mal probiert. Also da waren ja. viele Mechaniken von so JRPGs ja trotzdem drin. Ich glaube, deswegen hat es auch dich und mich äh, unter anderem halt da angesprochen. Und es war mal cool zu sehen, was die machen, wenn die auf einmal so ein Tolkien-Szenario äh, in der Hand kriegen. Wenn du das erste gespielt hast, das zweite fängt diesen Geist des ersten so gut ein. Ja, das das ist, ist quasi, das ist äh, dasselbe mit besserer Grafik. Es sieht stellenweise wirklich geil aus. Äh, Frame Rate ist so durch die Presse gegangen, ist ein bisschen wonky manchmal, aber ehrlich gesagt ist mir das beim Spielen jetzt nicht negativ aufgefallen. Also ich freue mich auf diese Physik Sachen, die du angesprochen hast. Das klingt schon sehr cool, wenn man den Monstern so den Fuß wegziehen kann. Das ist, voll das, geil. Das ist, das ist, das ist mega. Ey, du rechnest nur damit. Da kommt dieser Kampf mit dem Troll und du so: Warum funktioniert das nicht? Warum ziehe ich denn kaum Energie ab? Und dann kommt dieser Vasall und zieht einfach mal am Fuß. Und ich so: Das geht! Das geht! Und, und dann fällt er um. Und ähm, was ich dann später in Preview's gesehen habe, Sachen, die mir nicht passiert sind, es gibt auch irgendwie Kreaturen, wenn du dann auf dem Rücken bist, dann versuchen dich mit so einem Wrestling-Move runterzuschütten, in indem sie sich einfach auf den Rücken schmeißen. Und die mm. lassen sich einfach so nach hinten fallen. Da musst ah. du ganz schnell abspringen, so, damit du keinen Schein erleidest und solche mm -hmm. Sachen. Und ich, ich freue mich total drauf. Das ist diese, cool. Klingt so dynamisch. Also ja, es klingt super dynamisch. Also, wie gesagt, ich habe nur drei Stunden gespielt, aber ich hatte so einen großen Spaß mit diesen drei Stunden, dass ich super gespannt bin. Es kommt jetzt auch am 22., glaube ich, schon raus. Ne? Also auf jeden Fall im Monat. April? Nee, äh, März. Willst du mich ver. Ah. nein. <laughs> Doch. Doch, doch. Nein! Sag mir bitte, so, es so kommt so im Mai, sonst wird das unmöglich, dass ich noch ist, Nein, es wird, es wird unmöglich. Aber es ist, ähm, doch, 22. März kommt schon. Also es ist, äh, oh leid. mein <laughs> Gott. Du wirst es. Aber nochmal, also, weil es ein paar Leute. Es probiert. kommt auch Outcast. Ja. Oh, das, wie soll ja. ich das denn alles spielen? Outcast <laughs> kommt am. Auch jetzt kommt? 15. März. 15. Ja. glaube ich, ne? Ja, und es ähm, ist, ist äh, ich sitze, Alone da kommt auch. Alone in doch, kommt auch jetzt raus. Ich als Horror, als Horrorfan ja, irgendwie jetzt gerade so ein Ding. Das ist ja, also März ist brutal. Ja, es ist aber auch das, wo halt die Sachen rausgeworfen werden, wenn die Firmen dahinter noch schnell Geld brauchen. Geld, das das nächste Projekt, über das wir sprechen, Nightingale bereits bekommen hat. Das ist jetzt in den Early Access gestartet, Anfang März. Ich habe jetzt reingeschaut, es ist ein Survival-Game aus der. Ego Perspektive, also sowas wie Ark Survival Evolved, wer sich darunter was vorstellen kann, aber auch das gute alte Minecraft ist ja aus der Ego Perspektive spielbar. Ist aufgefallen durch den sehr eigenen Stil, so ein Stil der ja so Briten, also England im 19. Jahrhundert, 1870 spielt das ganze, glaube ich. Alles so ein bisschen und Den Stil muss man mögen oder nicht. Also, und das kann ich auch schon sagen, wer diesen Stil nicht mag, für den ist das Spiel dann auch nichts, weil hm. dieser visuelle Artstyle sehr stark durchgezogen wird. Also, äh, die Leute haben alle, alle am Ende einen Regenschirm und so Mary Poppins-mäßig kannst du damit gleiten und sowas alles. Geil. Ich, ich finde es persönlich cool und es sieht wunderschön aus. Die äh, neue Unreal Engine, die genutzt wird und sie nutzen. Ähm, diese Engine auch sehr, sehr schön aus für tolle Sonnenuntergänge und äh, streckenweise, wenn, da, wenn man an der Küste steht und das Wasser kommt so rangeplatscht und das, das sieht phänomenal aus. Mhm. Und gleichzeitig sieht es aber auch generisch und merkwürdig aus, auch wieder aus dem Grund, weil es die Unreal Engine ist, weil man sie einfach so häufig sieht. Glaube ich, das ist das Problem. Also man sieht sich an so Engines, das wenn sie immer benutzt werden, das ist, irgendwie ist eine künstlerische Entscheidung, kann ich als jemand sagen, der Unreal unterrichtet. Das ist, ähm, ich sehe, Nightingale wundere ich mich auch. Wir haben super geile Art Design bei den Kostümen, aber das ist die Art, wie sie die ähm, Landschaft rendern. Das ist so dieses Unreal out of the box, was du meinst. Ne? Ja, so ja, ja, ja. Die Art, wie das Licht so ist. Und es ist eine künstlerische Entscheidung, weil es gibt auch ganz viele Unreal-Spiele, wo du, wo die Leute nicht erkennen, dass es Unreal ist, weil okay. du bist. Damit du das Unreal-Logo nämlich davor machen kannst, musst du nämlich die Erlaubnis von Epic bekommen. Epic sagt mhm. tatsächlich äh, ausdrücklich: Pack das Logo nicht drauf, äh, sondern pack es nur drauf, wenn wir dich darum bitten. Das ist nicht wie bei Unity, da es ist es nämlich umgekehrt. Da müssen nämlich alle das Unity-Logo benutzen. Und äh, es gibt ganz viele Unreal-Titel. Wir hatten letzte Woche auch erst eins, ähm, wo es nicht aufgefallen ist, dass die, dass die Leute Unreal äh, benutzt haben. Äh, fällt mir bestimmt noch mal ein. Aber Nightingale hat Meint genau Sie das im Brunch war. letzte Woche. Ich glaube schon, ja. Ähm, es gibt. Da hatten wir That Which Gave Chase, Expedition Smudrunner, äh, Deep Rock Galactic Survivor und FF7 Rebirth. Nee, dann vertue ich mich. Also, aber es gibt. Unreal-Titel, da fällt es nicht auf. Das ist eine Rendering-Entscheidung auch was du für Features benutzen willst. Und Nightingale gebe ich dir recht. Das ist mir aber auch genau aus diesem Grund. Garten-Simulator, glaube ich, von der Woche davor. Kann es sein, dass wir das meinen? Irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht. Aber, also, das ist auf jeden Fall auch recht. Ein Unreal-Spiel ja. muss nicht aussehen wie ein Unreal-Spiel, aber Nightingale sieht aus wie ein Unreal-Spiel. Sagen wir es mal so. <laughs> ich weiß genau. Was Und du Nightingale meinst. ist ja. nicht gut optimiert. Mein Rechner dreht komplett durch, wenn ich dieses Spiel spiele. <laughs> das <ist> der, <laughs> oh nein! Und ja, das ist ja. ein leiser Rechner, der auf guten Airflow optimiert ist und halt bei normalem Spielgebrauch keinerlei Anzeichen hat, irgendwie nicht gut zu laufen. Wenn ich Nightingale anmache, dreht der Rechner komplett ab. Ich sehe jetzt hier auch diese Bilder. Da ist so eine, so eine Szene in so einem Sumpf, äh, wo die einfach ja. mal Raytracing aktiviert haben, wo sich alles perfekt spiegelt und ich frage mich jetzt gerade, wie gut das läuft. Ja, was also du, es so, ja. läuft soweit flüssig. Es hat aber in den Kämpfen, gerade wenn du dann Ko-op spielst, kannst du natürlich mit anderen zusammenspielen, wie so mhm. viele Survival-Games. Ähm, die Kollisionsabfrage ist aktuell noch eine Katastrophe. Dadurch machen die Kämpfe keinen Spaß. Und ähm, alles andere ist Standardkost. Das ist so: Es gibt inzwischen so ein Blueprint, äh, eine Vorlage, nach der alle arbeiten für diese Games. Und das nutzt das ja auch. Ich will das jetzt nicht in aller Breite austreten. Das ist irgendwie irgendwann auch langweilig. Aber es gibt halt das Nö Ressourcen sammeln, eine Blockhütte bauen, äh, Workbenches bauen und dann immer wieder neue Sachen, mhm. neue Sachen, neue Sachen. Äh, du, was du hier finden musst, ist Essenzen. Und du findest in jedem Biom andere Essenzen, in, jedem, in jeder Karte, die du dann zum Händler bringen musst, um da dann wieder neue Rezepte und alles zu bekommen, um dir das, die wunderschöne Villa zu holen. Und ähm, alles ist das Ziel ist, nach Nightingale zu kommen. Die Leute haben sich verloren in so einem merkwürdigen Drama, was sich in der Welt abgespielt hat, und sie wissen nicht mehr, kommen alle nicht mehr nach Hause. Also, man muss Nightingale finden, das ist so eine große, zentrale Stadt. Mhm. Mh. Und um dahin zu kommen, musst du halt ganz viele Biome spielen, die alle zufallsberechnet sind. Äh, du findest dafür so Karten und so Modifier für deine äh, Karten. Die steckst du an Portalen, das ist sowas wie Stargates, äh, zusammen. Und ähm, dann machst du zum Beispiel einen Sumpf, aber mit einer merkwürdigen äh, Atmosphäre, sodass du da immer schweben kannst. Und du kannst diese, diese Modifier auch nachträglich noch auf deine Welt an, äh, anbringen und sowas. Das ist so dieser Unique Selling Point, das ist das, was es einzigartig macht. Ähm, aber ich, ja. abgesehen davon ist es sehr viel generischer Kram, der mich schnell gelangweilt hat, vor allem deshalb, weil die Erkundung super gut aussieht. Und das hat mich an das erinnert, was du gerade zu Dragon's Dogma gesagt hast. Es ist alles sehr nah beieinander. Du siehst immer das nächste Landmark und willst dahin und guckst es dir an. Hm. Aber nach zwei Biomen hast du eigentlich gerade, äh, also. Kommt auch wieder drauf an. Es gibt Desert, äh, Swamp, ähm, also lass uns auf Deutsch bleiben, ähm, Wüste, Sumpf und ähm, Schwarzwald nenne ich es mal. Hm. Schwarzwald hm. ist super cool und abwechslungsreich. Und die anderen beiden sind aber irgendwie gefühlt, nie, da, da fehlt noch die Hälfte oder was, was weiß ich, wenn man die nimmt, ist, kommt es mir immer sehr viel weitläufiger und langweiliger vor, was aber vielleicht ja auch Immersion er erzeugen soll. Dennoch, du findest nichts Cooles in der Gegend. Also diese Erkundungssachen sind immer, du findest Blockhütte XY, die cool aussieht von außen, aber innen drin findest du dann irgendwo einen Stein, der so ein... Ähm, losen offizielles Merkmal hat, was auch so total nach Unreal Engine aussieht. Die machst du mit deiner Hacke klein, dahinter ist eine Truhe und da ist irgendwie Bullshit drin. Ja. Und das ist, dann denke ich mir so, oh, warum mache ich das? Nein, kein Bock, Leute, sorry, nein. Aber auch nur, weil ich es schon so oft jetzt gemacht hat in tausend anderen Survival Games. Ja, wenn es das, das erste für dich ist, ist es wahrscheinlich super geil. Das du kannst das Spiel mal, quasi ja. anstatt von Minecraft spielen, wenn du das nicht gespielt hast, oder anstatt von Valheim meinetwegen oder so. Aber Leute, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann ihr findet hier außerdem visuellen Stil nichts Neues. Das ist halt das Ding bei den Survival Games mittlerweile. Ne? Die folgen alle diesem selben Blueprint, dass man mittlerweile ähm, geht es eher um den Flavor, den man mhm. haben will. Ne? Genau. Also ähm weil ich habe zum Beispiel echt wenig Survival Games gespielt, weil es gar nicht mein Ding ist. Und das erste, das ich gespielt habe, war, war Sons of the Forest. Weil, mhm. oder, oder The Forest generell, also der erste. Mhm. Weil das, das war wirklich so Horror und äh, du stürzt ja ab in dieser, in der Nun, no, du hast diese merkwürdigen Kreaturen und sowas alles. Und das hat mich total angesprochen, weil das so, das war so das erste, wo ich dachte, okay, da macht Survival für mich irgendwie auch Sinn. Um, und da konnte ich mich identifizieren. Und ich muss sagen, Nightingale from Steel finde ich das total cool. Also mich spricht dieser viktorianische Fantasy Englisch-britisch Barry Poppins-Stil total an. Und das würde ich mir deshalb auch mal angucken wollen. es uh, ist jetzt gerade im Early Access, deswegen uh, vielleicht ein bisschen später. Aber die, ähm, so grundsätzlich ja, aber das ist einfach das Ding, das ist ein Flavor, ne? Also, wenn du Pokémon willst, spielst du PyWorld, wenn du irgendwie, weiß ich, Blöcke willst, dann spielst du eins der 1000 Minecraft-Klone. Oder wie ich, Wikinger, Nordisch, dann spielst du Oder Walheim. Wikinger, genau. genau. Also, <laughs> mittlerweile, also der Blueprint ist ja quasi für alle identisch, bloß, dass es dann halt diese kleinen Abweichungen je nach dem Szenario gibt. Also, du baust unterschiedliche Ressourcen an, so, aber an dem musst du halt quasi alles anbauen. Und das kann man negativ wie positiv sehen. Ich glaube, wenn man, wenn man ganz viele Survival Games gespielt hat, dann langweilt einen das unheimlich äh, schnell, weil man ja. jetzt eine ganze Zeit lang Ark gespielt hat, weil, keine Ahnung, Ark war ja auch eine lange Zeit wirklich sehr präsent und war ja auch mhm. sehr, sehr beliebt und so, dann siehst du da wahrscheinlich mittlerweile auch wirklich auch, abgesehen von Nightingale, wahrscheinlich nicht mehr so viel Neues. Also da wird es äh, auch so schnell sich auch nicht bewegen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt gelangt, wo Survival Games eigentlich. Was die Spielmechanik betrifft, relativ ähm, so auf der Stelle treten. So. Also ich, will, ja, ich glaube, da ist, Potenzial, da ist Potenzial da, auch mehr zu machen, aber ähm, die Blueprints sind jetzt gerade halt irgendwie so an einem Punkt, wo die Leute erstmal da auskosten. Und ähm, ich, ja, das ist so der Stand. Also, ich glaube, ich würde es mir gerne mal angucken, was du jetzt gerade so erzählst, trotz dieser Probleme wegen dem Stil. Ich muss aber auch sagen, ich habe nur zwei in meinem Leben gespielt. Also, Minecraft hat mich so gelangweilt weil mich das Krass. nicht abgeholt hat ja es ist oh. einfach nicht einfach null mein Ding ich habe sehr wenigen als, tausend Stunden Spiele bei mir ich, ja tatsächlich ja also ich will damit ich will dem gar nicht diesen kulturellen Wert absprechen darum geht es gar nicht es geht nur um mich persönlich also ich sehe dass ich ich freue mich auch dass wenn Leute Minecraft spielen und ihre Freude drin haben so ist es nicht ich habe auch gerne interessiert zugesehen wie die Leute diese coolen Sachen bauen das ist finde ich mhm. auch beeindruckend das ist einfach nicht mein Ding also ja. ich habe den ersten Kontakt den ich mit Minecraft hatte war durch das Story Game von Telltale weil das so, also es hat wenig damit zu tun, aber das war so das, was am meisten so. Und ich habe ein bisschen das Dungeons gespielt, weil das halt ein bisschen mehr Story-Kontext hat. Aber Nightingale auch, hat leider gar keine Story. <laughs> ja, und das, also das wollte ich gerade fragen. Ich brauche <laughs> halt mehr als Setting. Also bei nee. weil, weil Sons of the Forest, das war auch das, was mich dann so ein bisschen verloren ja, das da hat. Das hat Handlung. Das, das hat Handlung, grade, aber nicht so richtig Zeit. Da fand ich halt The Long Dark zum Beispiel. Das hat nicht so sehr äh, Dingens. aber das wir ist haben ja sogar linear die Story. Die das Handlung, ist sogar ja. linear und das hat mir von allen Survival Games, wenn man das darunter noch zählen möchte, ja auf jeden Fall, auf am jeden Fall. Gefallen. Also ja? das, das, hat mir mit am besten. The Long Dark ist super. Das ist ja, äh, vor allen genau. Dingen wird auch immer noch gepflegt. Also ich, alle, die The Long Dark immer noch sagen, Hallo, inzwischen, der ist ja von 2017, alter Scheiß. nee, nee. gar nicht. The Long Dark wird jetzt noch unterstützt, wird erweitert, kriegt noch Nuancen. Äh, die Kampagne wird auch noch übrigens weitergeführt. Also genial. Und es kostet nichts. The Long, nix. The Long es Dark gehört So, bedrückend. Es ist so zu den bedrückend, absolut besten ey. Survival Games. Eins ja. der besten. Also diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird mit dieser unsichtbaren Bedrohung eigentlich, so dieser atmosphärischen Bedrohung, ist es so unfassbar gut. Und mhm. äh, muss also mehr will ich gar nicht verraten. Es ist auch äh, Horrortechnisch. <laughs> Es sieht gar nicht als Horrorspiel vermarktet. Ich fand es aber unheimlich an einigen Stellen. Ist es also, gerade ja. in der Nacht, um zu überlegen. Ja. ja. Ebenfalls Horror und absolut äh, ja, zum Fürchten <laughs> ist der neue Regen in iRacing. iRacing hat das größte Update aller Zeiten erfahren seit Regen, <laughs> Regen. aber ja. richtigen Regen. Und zwar die absolute Innovation. Ja. G denn wenn du dachtest, es gab schon mal Regen in Rennspielen, muss ich dir sagen, das ist nicht, entspricht nicht der Wahrheit. Es gab bisher immer grafische Filter, die so aussehen <laughs> wie Regen. Ja. Das ähm, war zumindest ein Mythos, ein Mythos, äh, den man so auch schon mal gehört hatte, dass es immer hieß: Ja, aber das ist nur hier, fehlt dann ein bisschen Grip, aber alles fährt sich nicht so wie in der realen Welt. Und das hat auch iRacing immer gesagt, wir machen das erst, wenn wir es richtig machen können. Und diese Argumente haben sie mit diesem Update so krass unterstrichen, dass es wirklich eine Revolution, eine Innovation im Spielemarkt, die wir so noch nicht gesehen haben. Äh, es gibt eine richtige Bildung von Pfützen, die physikalisch korrekt ist. Das Wasser sammelt sich ähm, an den Stellen, wo sie geografisch äh, halt dort sind, wo sie auch in der mhm. echten Welt passieren. Und du musst krass. mit der Ideallinie komplett drum rumfahren. Ja. Und eine neue Ideallinie finden. Du lernst also nochmal eine komplett neue Linie für dich in einem Rennspiel, hm. äh, die eben nicht nur darauf ausgelegt ist, okay, hier ist jetzt Wasser, es ist nicht so, du hast nicht so viel Grip, musst langsamer fahren, so wie es also auch in Gran Turismo ist. Gran Turismo hat nämlich eine, sogar eine, eine Paddelbildung, gerade das neueste jetzt, die dem gleicht, aber auch sie ist nur visuell. Du fährst immer noch die gleiche Ideallinie, nur mhm. halt langsamer. Diese Linie an den Stellen. Und hier musst du wirklich drumrum fahren. Und wenn du hinter jemandem bist, musst du noch mal eine alternative äh, Strecke, äh, Linie fahren, weil du jetzt halt das Spray des äh, vor dir fahrenden Autos direkt in die, in, 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 ins Sichtfeld bekommst und nichts mehr sehen kannst. Rein gar nichts. Ja. Fährst Krass. blind. Jetzt, Und ab, ab, wie, wie, aber wie, rech wie rechnen die das denn? Ist es denn also sind das schon dann diese vordefinierten Stellen auf der Strecke? Weil das Ganze jetzt physikalisch zu berechnen, ist ja ein unglaubliches Wir haben ein komplettes uh, Weathers, uh, Wettersystem, also auch mit Wolken, die dreidimensionalen Wolken, sind halt auch schon reingekommen in der Vergangenheit. Und äh, du hast äh, einen Forecast, der halt auch bis zu 24 Stunden gehen kann. Und dieses Wetter passiert halt. Das ist auch das, lehnt sich halt an den realitätsgetreuen Wettern an, dem, dem Wetterbericht, der hm. da äh, genommen wird. Und ähm, den kannst du dynamisch lassen oder du kannst ihn auch komplett vordefinieren für ein 24-Stunden-Rennen, dass halt dieses und dieses Wetter. Passiert. Du kannst krasse, verrückte Regenrennen der Vergangenheit auf Sparz, Francochon zum Beispiel, nachstellen in der Vergangenheit. Und es würde dann genauso passieren, dass du teilweise oder auf dem Nürburgring äh, auf, der ein, auf dem einen Teil der Strecke Sonnenschein hast und auf der anderen Hälfte der Strecke oder manchmal auch nur eine Grad oder so krassen Platzregen hast, der dann halt kommt und wieder weggeht. Und es okay. ist komplett ja. dynamisch, wo dann die, ähm, also ist es ist korrekt physikalisch ja, ja, und, ja. und auch dynamisch, wo das dann passiert. Äh, nur, damit ich das wegen Physik ja. und so ist es, wenn ich dann durch eine Pfütze durchfahre, verteilt sich ja. das Wasser dann auch ja. wirklich physikalisch? Es wird nach stecken. links und rechts weg gemacht und macht dann die äh? anderen Teil der Strecke nass What? und so. Ja, also wenn wenn du dann auf einmal Verrückte hättest, die immer noch die Ideallinie fahren, also durch die Pfützen fahren, dann würde ja. sich das Wasser in dem Moment nach links und rechts äh, verteilen und halt diesen Teil der Strecke auch nass machen, ja. Oh, äh, und das, wie, und wie, und das wie läuft das? mit 10% Performance-Einbußen, also relativ flüssig, äh, also oh, überraschend ich, flüssig, äh, gemessen shit. daran, wie äh, schlecht iRacing generell jetzt läuft. Wir so langsam, spielen. Äh, Aber ja. was du da jetzt eigentlich ankündigst, ich dachte jetzt gerade Regen und ich so, ja, okay, Digi, was denn was ist, äh, Regen? Und jetzt, jetzt nein, jetzt nein, versteh, du hast eine Dimension, Wasserverdrängung, versteh, eine komplette, Wasser, komplette Wasserverdrängung. Ja. Was das bedeutet, ja. ist, also, um es mal kurz in Kontext zu setzen, Fluid Simulations in, in Echtzeitberechnung ist tricky ähm, und wird mit sehr viel Trickserei gemacht. mit sehr Tricks. Es gab, gab gute Lösungen, es gab schon vor Jahren gute Lösungen. Mir fällt das Spiel Hydrophobia zum Beispiel ein, was eine sehr, sehr Gute äh, Wellensimulation irgendwie hat auch mit Wasser oder so, aber die haben auch drei Jahre lang daran gearbeitet. Also, das ist ähm, allein nur um diese Wasserphysik hinzukriegen. Hm. Ist unglaublich aufwendig, das so hinzukriegen, dass es auf einer Konsole oder generell auf dem PC läuft. Und was du mir da jetzt gerade erzählst mit. Wasserverdrängung? Fließt, fließt das Wasser dann auch? Das, fließt, das Wasser runter. fließt ab. Das, du hast Abflüsse in den Strecken Hä? da, wo sie in der echten Welt sind und da fließt das Wasser halt in dem Tempo ab, wie es in der echten Welt abfließt. Es gibt also Strecken, da läuft das Wasser schneller ab. Da trocknet die, ähm, die Strecke schneller ab, weil halt gute Abflusssysteme gesetzt werden. Und es gibt Strecken, da ist das total rudimentär gemacht. Die Strecken müssen auch optimiert werden für Regen. Also nicht jede Strecke hat jetzt Regen, sondern die gehen jede Strecke noch mal einzeln an und schalten den Regen frei. Und erst dann, wenn sie zufrieden sind mit dem Qualitätslevel, den sie halt anbieten wollen. Weil du ja halt auch für jede Strecke 15 Euro bezahlt hast. Das ist, das ist, boah, shut the front door. Das ist richtig, das ist richtig beeindruckend. Okay, jetzt, jetzt, ne? Ich habe mich gefragt, was macht das bei uns in der Themenliste? Aber jetzt verstehe ich, warum das unsere. so ist, ist, ist. Das ist die Revolution in oh. Racing Games überhaupt seit, ja, keine Ahnung, äh, seit 3D. Geil. <laughs> seit vernünftigen Simulationen mit Force Feedback und Direct Drive, ja. keine Ahnung, so nach der Na, Fluid Simulation Level. ist wirklich schwierig, also es gibt, ähm, wir haben, weil wir jetzt gerade bei Unreal waren, es gibt ein paar plugin lösungen dafür, wo die Leute nichts anderes machen, als jahrelang Fluid Simulations zu arbeiten und da gibt es äh, eine Mischung aus Vorberechnungen und ähm, Fake-Systemen, die so tun, als wäre das Wasser und ähm, es gibt sogar in Unreal selber auch eine Fluid Simulation, die läuft aber echt schlecht, also nicht, also die läuft eigentlich nicht schlecht, sie ist gut, wenn du was vorrennst, also wenn du jetzt vorhast irgendwie eine per, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie einen vorgerennten Film zu machen, dann ist es hervorragend, aber das ist halt so, dass es, dass es in Echtzeit ist, das ist es wirklich eine große Schwierigkeit. Alles, was du, und das ist genau das, was du sagst, es ist ja alles gefaked auch in Rennspielen. Also es ist ja. sehr gut gefaked und es ist, das heißt doch nicht, dass es nicht Invasionsfördern ist oder so. Also das macht ja, genau. Spaß. Das ist auch cool. So, ja. Also Drive Club und so das ist eine technische Meisterleistung, wie sie das mit den Regentropfen auf der Windschutzscheibe hingekriegt haben und so. Darum geht's gar nicht. Aber es sind halt Shader und so, die das faken auf eine bestimmte Art und Weise. Und du redest jetzt davon, dass es wirklich physikalische Auswirkungen auf das Rennen geschehen hat. Auf die Strecke. Ja. Der, der große ja. Unterschied ist: Alle Rennspiele bisher, was gemacht wurde, ist, das Spiel sagt, da und da ist nass. Und ja. was macht das mit deinen Reifen? Also was ist, macht das mit deinem Grip? In dem Moment. Mhm. Das gab es schon mhm. bisher. Jetzt ist aber der große Unterschied: Was machst du mit deinen Reifen mit der Strecke? Das, das ist das, was jetzt umgekehrt ist. Was machst ja, ja. du mit deinem Auto für das Gesamtkonstrukt Welt? Geil. Ey, da will ich die Talks zu so sehen. Ey, die müssen Talks dazu machen, oder? Also die werden doch verraten, es gibt, wie gibt die. Das Behind the scenes haben. und so Kram, ja, ja, klar. Ja. Gibt's schon Ey, ein die müssen was, auf Konferenzen unbedingt drüber reden, weil das ist richtig geil. Das ist ja das ist wirklich der next step. Ja. Geil. Und das ist es ist ein world's first, gab es so noch nicht. Also es gibt Regensimulationen auf ähnlichem Level halt bei Ferrari, bei Mercedes und so und das ist dann halt da ist wenig spielerisches da noch dran. Für die absoluten Profis, aber das und, und das, die ganze Szene natürlich komplett Stunt, das ist zum ersten Mal seit <laughs> äh, drei, vier Jahren, dass die iRacing-Server auf einmal nicht mehr funktioniert haben auf einem Level, wo du wirklich sagst, dass ist gerade unspielbar, also mhm. die letzten drei Tage äh, oder zwei Tage, ähm, gestern Training, Formel 1 konnte ich knicken, weil die Server nicht mitgekommen sind, weil so viele Leute es gerade ausprobieren und ja, ja. versuchen und so. Weil der Ansturm ähm, so groß ist. Genau. Der es ist ein replicated System. Also das ist ja auch immer so die Frage bei solchen Physiksystemen, ob die replicated sind. Das bedeutet, dass die auch auf allen Clients sichtbar ist. Also es ist Identisch, also wenn nicht durch die Festplatte. Ja, fahre, das ist das Server, das Du, verbindest, ja sein, ne? dich, ja, du ja. verbindest dich ja mit den Servern, gerade ähm, die, die in Boston und Frankfurt und alles. Ne? Ja. Die stehen weltweit verteilt. D damit, das, die, damit die Zuhörerinnen das auch noch einordnen können. Also, es war schon eine große Herausforderung, ja, das so hinzubekommen, wie das jetzt zum Beispiel in The Finals war. Ähm, da mhm. war das ja mit dieser krassen Zerstörung ja. in den Leveln. Und das ist durchaus eine große Challenge, diese Datenmengen auf alle Clients zu schicken, so dass alle dasselbe quasi sehen. Wenn ich jetzt eine Wand in die Luft jage, dann sollen, soll das auch genauso auf allen Clients aussehen, bei allen anderen Mitspielerinnen. Und das ist durchaus eine große Challenge. Okay, jetzt bin ich. Colami impressed. Ja? Mhm. Ich bin, das muss, da muss ich mir, glaube ich, ein paar Sachen zu angucken. Das ist ja richtig. Ja, du kannst ja. unter anderem mich gerne ansehen, wie ich <laughs> damit fahre im Stream. Also da Stream, kommt gerne ja. auf, meins, auf meinen Twitch-Kanal, da werde ich den Regen in, in Ausführlichkeit zeigen. Ich habe jetzt ja auch wieder die Formel 1 Saison. Für Formel 1-Autos ist es zum Beispiel noch nicht freigeschaltet. Es gibt, mhm. glaube ich, vier oder fünf Autos, für die es funktioniert. Das ist einmal so ein Standard-GT-Auto, so ein Toyota 86. Dann ähm, die GT3-Fahrzeuge, also alle, Audi, Lamborghini, äh, Mercedes, wie sie alle heißen, die GT3-Dinger. Äh, der, der, das Formelfahrzeug F4, ähm, da ist es noch mit bei und mit dem neuen Super Formula Light, das ist ein bisschen schnellerer, also Formel-3-Wagen. Mit denen kannst du gerade. Ach ja, und dann noch ein ganz äh, Einsteiger-Fahrzeug. Formel 1600, FF 1600. Ja, ja. Da geht das auch. Auf jeden Fall gibt es genügend zu tun und auszuprobieren, und Sie machen es halt erst. Es muss ja dann auf alle Autos und so übertragen werden. Ähm, werden sie das jetzt über die nächsten Monate und Jahre ausrollen, dass es überall kommt. Aber AI-Racing zum Beispiel funktioniert auch schon, wenn man es jetzt nicht mit anderen direkt machen möchte. Es gibt ja dieses Safety-Rating. Wer sich für die ganzen Sachen in iRacing interessiert, wir haben dazu eine frei öffentliche äh, Folge gemacht, wir beide, wo wir iRacing en Detail besprochen haben, hört euch die gerne an. Die findet ihr bei insertmoin.de und wenn ihr dann auf, nach iRacing sucht, problemlos. Ähm, deswegen gehe ich nicht auf alles jetzt ein. Aber das ist, äh, man verzeiht ihnen selbst dieses Server Chaos, das sie jetzt gerade <laughs> haben, weil, exactly. was ja eigentlich ein Riesen-Shitstorm wäre, aber man weiß halt schon, äh, wie groß die Sache da ist. Und ähm, vormittags kann man auch problemlos spielen. Das ist halt nur gerade wirklich der Andrang. Abends in den Abendstunden Du kannst ja, du von 18 bis 22 nennen. Uhr kannst ja, ja. du gerade nicht spielen. Äh, aber tagsüber geht es, geht es problemlos das und das wird sich schon irgendwie einpendeln. Man sieht ja, dass es, dass es geht. Ähm, mhm. Ja, ich bin absolut. Hin und weg, was das angeht. Und ich habe es bis zuletzt nicht ganz geglaubt, dass sie es hinkriegen. Es wurde ja oft verschoben. Sie arbeiten da schon über acht Jahre dran an diesem System. <laughs> ja, und ja. Äh, es war halt immer so ein Running-Gag von wegen, ja, aber iRacing hat ja keinen Regen. iRacing hat ja keinen Regen aus dem Camp Assetto Corsa <laughs> und die anderen Simulationen. Ne? Nee, nee, spiele ja, ich nicht. Ja, ja. Und, ja, guck doch hier. Und jetzt kannst du halt einfach sagen, ja Leute, ihr hattet nie Regen. <laughs> nur wir haben Regen, so, wenn du halt so in Camps reden sprech, äh, sprechen möchtest. Es gibt nur einmal richtigen Regen. Und der ist jetzt in iRacing endlich angekommen. Es ist, es ist Wahnsinn. Geil. Der dann jetzt äh, lange drauf gewartet und jetzt ist es eigentlich der, das ist der ultimative Regen, der alles ja. stellt. Geil. So, dann lass uns mal zu News und Mailbag in den dritten Gang kommen, zum Dessert. Äh, Microsoft hat eingeladen und ein paar Previews gegeben, Highlights der Partner, also von mhm. Drittherstellern. Also Dinge, die alle im Game Pass kommen, Fragezeichen. Wie Glaube ich schon. Äh, du hast ja, dir ja. das genauer angesehen? Ja, das war im Prinzip eine Trader-Show, die ganzen Trader so zusammengefasst, ohne die jetzt großartig zu kommentieren. Sie haben immer so QR-Codes da gelassen für Leute, die gerne tiefer einsteigen würden in die Spiele. Das ist eine interessante Lösung. Also wenn du, oder auch Links, also wenn du das auf YouTube guckst, dann ist es auch verlinkt und so. Und ich will gar nicht über jeden Titel reden, weil mhm. ähm, das wird in den nächsten Ich kann so kurz ein paar... einmal alle sagen, die gezeigt wurden. Final Fantasy XIV ja. kommt für mhm. Xbox, das Online-Ding. Kunitsugami, Path of the Goddess, uh, The Sinking City 2, Rises from the Deep, Persona 3 Reload Expansion Pass, Stalker, Legends of the Zone Trilogy, mhm. uh, Shadow Drop, Unknown 9, no Awakening. Äh, Akubaka, äh, Wie heißt das? Akubaka. <laughs> Tales of Kensara-Sau. Ja, genau. <laughs> äh, und Chucky. Ja, genau. äh, wann haben wir noch? Äh, Creatures of Ava und Monster Jam Showdown. The alters äh, First Berserker. Kazan. Mhm. Frostpunk 2, was ich, wo ich sehr überrascht war. Aber es ist auch PC-Game Pass. War also eine generelle äh, mhm. Xbox-Gaming-Geschichte. Und... Uh, Slate of Hand. Das waren alle Spiele genau. in chronologischer Reihenfolge. Man kann gar nicht so viel über alles sagen. Also Slate of Hand zum Beispiel, Film, Noir, Style, Stealth. man hat nur einen pre-gerenderten Trailer gesehen. Sieht interessant aus, aber kann man noch nicht so viel zu sagen. Frostbank 2 ist Frostbank, also Frostbank mhm. ist eins der wenigen, ja, Manu und ich schon darüber gesprochen, genau, in, in eins der Cast, wenigen ja. Strategiespiele, die ich auch geil finde wegen dem Setting. Ähm, ich langweile mich bei Strategie eigentlich immer sehr schnell, aber Frostbank fand ich großartig, deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. der ähm, First Berserker ist anscheinend ähm, aus der DNF Duel äh, Universum, wenn ich das richtig sehe, das ist eine Fighting Game Serie. Das ist ein Spin-Off, ein Singleplayer-Spin-Off, wo du einen Charakter hast, der, der jetzt alle äh, alleine im Alleingang äh, sah ähm, nach einem typisch japanischen. Gott. God of War, Devil May Cry, Souls-like, ja. Yeah. Spiel ich sowieso bei Character Action, aber da würde ich gerne mehr zu sehen, um, weil es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also das fand ich ein bisschen dröger. Und, äh, naja, Monster Jam ist Monster Jam, ist ein Monster-Truck-Spiel äh, und so. Also das Sau, ich denke, das Tales of Kansara, das ist eher so ein Manu-Titel, war Metroidvania. Mhm. Ich denke, das, da werden mhm. wir sehr viel mehr drüber sehen. Und sieht ein bisschen ein aus andere, wie der neue Prinz. Ja, sieht aus wie das neue Prince of Prey. Also sieht wirklich schön aus, so ein afrikanischer Stil. Das ist super. Unknown 9 sieht man relativ wenig drüber. Es ist halt von Bananamco und ähm, Ding die haben meistens immer ganz interessante Sachen. Ähm, aber da werden wir auch mehr so sehen müssen. Also es gibt gar nicht so viel. Mhm. Vielleicht noch kurz erwähnen: Thinking City 2 wird angekündigt, das freut mich total. Der erste mhm. Teil ist ein, äh, ähm, ein Lovecraft-Titel von den Leuten, die äh, der, der, der von Frogware, die halt quasi die ähm, Sherlock Holmes-Spiele gemacht haben. Und Das ist sehr underrated. Das ist so ein Open World. Detektiv Survival Horror Hybrid, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, deswegen habe ich mich sehr über die Ankündigung gefreut, aber das war auch nur ein Render Trailer. Nur ein Render also Trailer wir, ja. Genau. Ähm, über äh, Kunitsugami haben wir das letzte Mal schon mal gesprochen, als es bei der Playstation schon mal vorgestellt Richtig. war. Das sieht so quasi aus, ein bisschen wie Okami und deshalb geil. Äh, war, ist auch Capcom, also Capcom <laughs> eh mhm. auf dem Winning Streak. Und das war so also das Ding. Was ich jetzt aber hervorheben wollte, ähm, ist absolut The Altars. Mhm. Das ballert mich weg. Ähm, also, das sind äh, das ist von 11-Bit Studios und das sind, halt, ähm, das sind halt auch die Leute, die das ähm, äh, War of Mine und so gemacht haben. Mhm. Ähm, und das, äh, das ist allein deshalb schon interessant. Und der Alters ist ein Science-Fiction-Hybrid, ich glaube, aus Third-Person und äh, Strategiespiel. Das ist das mhm. jedenfalls, was man gesehen hat. Hatte du ich die stört auf dem. Ne Gamescom-Preview ja? hatten wir dazu auch schon. Hatte ich auch schon, okay. Ja, ich hatte genau, zum genau. ersten Mal gesehen. Ich hatte keine mhm. Ahnung. Um, und das hat mich total umgehauen. Also, die Idee ist super. Also im Prinzip ist es die Kreuzung aus das War of Mine und Returnal, ja. so ein bisschen. Mhm. Minus Bullet Hell. Um, aber es ist Plus so eine ganz e viel Character Development, wo, weil man halt diesen einen Charakter hat, der sich immer wieder geklont, der oh, sich immer wieder ist so klont. Gut. Das ist, äh, Wie gut ist nett, das. Ja. Wie und ist am gut? Ende geht es okay. um den Sinn des Lebens und was man für Entscheidungen so gemacht hat in der Vergangenheit. What ja, the hell? das ist so gut. Also, ähm, ich sehe es jetzt zum ersten Mal, deswegen nur mal kurz ähm, eine Minute noch, ein, zwei Sätze dazu. Ähm, Setting Super krass, äh, Stanislav Lem. Also, das ist sowas von, von Solaris. Äh, ich lieb's. Äh, das ist genau das, was ich in Science Fiction sehen will. Es ist so, äh, er wird damit ja sich selber konfrontiert. Es das das wird ja erklärt, dass diese Alters auch immer so alternative Versionen von seiner Persönlichkeit sind. So das hätten sie in seinem Leben. Jetzt hätte er ja sein Leben an bestimmten Stellen mit anderen Entscheidungen belegt. Ne? Das ist die Erklärung. Es sind genau diese Grundsatzfragen, die auch bei sehr vielen Lem-Romanen dann irgendwie mit drin ist, was hätte man gemacht. Und die Leute werden damit konfrontiert, weil sie in eine Science-Fiction-Situation kommen, wo man halt eben. Ähm, wo solche unmöglichen Dinge passieren, ne? Raumzeitkrümmung und all solche Dinge. Und das macht das Ganze erst möglich. Und ich finde aber auch clever, dass es, dass dieses, dass da diese Strategiekomponente drin ist, also die ganze mobile Raumstation, die wird auch so dargestellt wie in This War of Mine, also mit so einem, so, so einem Querschnitt, wo du jeden einzelnen Raum irgendwie sehen kannst, wo jeder, wo jeder Raum auch eine einzelne Funktion hat, Labor, Ressourcenmanagement und all diesen ganzen Kram, dann kannst du wahrscheinlich erforschen. Und ähm, cool finde ich, dass die halt hier aber trotzdem halt auch äh, die Erkundung mit drin haben. Und ähm, da kommt mhm. auch so dieses Element mit drin, das dass mich dann auch guckt. Man kann sich diesen Planeten, diesen sehr lebensfeindlichen Planeten, halt trotzdem halt auch noch angucken. Wirklich, äh, man kann raus, muss man und sich. Ein bisschen linear auch, ne? ist das Ganze gemacht, ähm, weil man sich, äh, ja, weil man ge gewisse äh, Geo… Geologische, geografische Landmarks erst durchdringen musst. Du kannst halt am Anfang auch nicht so weit rausgehen wegen der Atmosphäre und so und dann musst mhm. du erst Upgrades äh, craften mit dem Team, was ja, auch immer nur aus dir besteht, nur halt geklonterweise. Und ähm, äh, ja, da, so ist das Ganze recht linear in der Erf Erkundung. Man hat also nicht den ganzen Planeten. Mega. Ähm, der also, also offen steht. Wer sich äh, noch mehr darüber informieren will, das ist Episode Le Brunch, unser frostiges Wunder aus dem <laughs> letzten Jahr, äh, wo ja, es auch ja. und über, über Mario geht, das mit der Frostblume. Also die Alters freue ich mich sehr drauf. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, das nochmal um das hier abzurunden, Stalker. Shadow Drop. Uh -huh. Das ist uh -huh. ja gerade schon erwähnt. Stalker. Äh, äh, das Hauptspiel plus die zwei Add-ons. Äh, Call of Pripyat und das andere ist mir gar nicht einfällt. Clear Skies. Clear Skies, genau. Ähm, das, die sind äh, jetzt in so einem Paket raus. Man kann die alle auch separat erwerben. Wer will das? Äh, man will das Gesamtpaket für 40 Euro. Äh, ein digitaler Release. Ja, ähm, haben die sind heute. sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde das ehrlich gesagt krass, dass sie eine Trilogie draus machen. Ähm ja, ich also ich, ja. ich will alle ja, aber <laughs> sie sind halt nicht so zusammenhängend, wie, wie, wie das jetzt vielleicht rüberkommt, zumindest ja, in meinem Dafürhalten. Und ich habe jetzt, also ich habe noch gar nichts. Reingespielt. Ich freue mich aber, dass der jetzt vorne dem Release des zweiten, der kommt ja irgendwann demnächst wohl mal. Ähm, irgendwann, ist, äh, vielleicht mal. <laughs> irgendwann, vielleicht mal. Irgendwann, vielleicht mal, wenn da nicht auch irgendwie ein Produzent vielleicht mal aufräumen muss, um, um die überambitionierten Ideen alle ein bisschen einzudampfen. Aber äh, Stalker äh, hat damals bei mir einen sehr großen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Also ich habe mir deswegen resoniert Pacific Drive und so auch mit mir. Also die grundsätzliche Idee mhm. kriegt nicht am Wegesrand und so, das klickt. Ähm, bei mir jedenfalls, und deswegen freue ich mich sehr, dass der jetzt anscheinend für Konsolen optimierte Version raus ist, was das Spiel gut gebrauchen kann. <laughs> Weil es war ähm, am PC schon eine leicht fummelige Geschichte. Und äh, ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt, wie sich das mit Controller spielt und ob die da ein paar Federchen vielleicht auch rausnehmen bei im Zuge dieser Überarbeitung. Ähm, aber das ist quasi jetzt, quasi, ich habe das erst vor acht Stunden gesehen. Ich weiß da sonst nicht viel drüber. Ich freue mich einfach nur, dass es, dass es erscheint. <laughs> Ja, ist ja. auf jeden Fall auch eine nette Idee, die Leute auf der Plattform Xbox äh, nochmal in das Thema quasi einzuführen. Das ist schon PR-mäßig auch clever gemacht. Für mhm. mich ist es nicht, ich habe die Dinge halt schon am PC gespielt. Für mich sind es auch eher PC-Spiele, die mit Maustastatur sehr viel besser funktionieren. Äh, ich werde es mir auf der Konsole mal angucken, äh, ob die Version spielbar ist, äh, aber ich würde die da jetzt nicht nochmal durchspielen wollen, weil es für mich eine Erfahrung wäre, die unter der liegt, die ich am PC bereits hatte. Äh, aber so ist das ja immer mit Remakes. It's not for you if you've played it already. Ja. Yeah. Possibly. Gut, dann kommen wir noch zu dem großen Elefanten, nämlich Nintendo versus Emulatoren. Der Yuzu Switch-Emulator <laughs> äh, <laughs> hat jetzt sein CS -Jes Ende gefunden, nachdem eine große Klage von Nintendo ja anstand und es dann erst noch hieß: Ja, nein, wir werden alles vor Gericht gehen, dass äh, wir, also Yusu auf Yuzus Seite, das geht nicht, das ist hier alles rechtens. Äh, aber bereits in unter 24 Stunden hat man sich dann doch außergerichtlich geeinigt und auf eine wahnsinnige Summe, die jetzt zu zahlen ist, in Millionenhöhe, äh, auf seitens von Yusu. Äh, ähm, ja, schwierig. Es gibt zwei Seiten von dieser Story. Also, ja, ich finde, also, die erste ist halt, klar ist es schade, dass die Emulation jetzt so einen Dämpfer bekommt. Ich finde Emulation persönlich extrem wichtig und wir sind der Emulationsszene auch sehr viele Sachen dankbar, nämlich, dass wir überhaupt ältere Titel, die jetzt aus den Stores verschwunden sind, von Stores, die geschlossen worden sind, dass wir die auch mal neu erleben. Und ähm, vor allen Dingen, dass sie auch über Hardware, die irgendwann obsolet wird, dann immer noch spielbar sind. Das ist überhaupt keine Frage. Also aus Arch Archivsicht, mhm. Emulation extrem wichtig. Ich finde es weird von Nintendo, dass die öffentlich immer sagen, Emulation ist der Tod und blockiert Kreativität, hat irgendjemand mal im Interview gesagt. Wenn sie dann selber die Super Nintendo Mini rausbringen und äh, selber emulierte Sachen haben, das ist mhm. weird. Ähm, es ist aber natürlich von den, was die Rauchkopien und so betrifft, schon Probleme. Und Nintendo hat ein bisschen Schwierigkeiten, was Leaks betrifft, weil zum Beispiel das Zelda 2, Breath of the Wild 2, wie heißt das nochmal? Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Das wurde zum Beispiel ja schon vorher gelegt und ich glaube Metroid wurde mm. auch vorher gelegt. Pokémon auch. Ähm, Pokémon auch tatsächlich, okay. Und das ist das ist natürlich scheiße für Nintendo. Ähm, generell. Also man sollte Spiele nie raubkopieren. Ich bin sehr, wir sind alle wahrscheinlich gegen Rauchkopien. Ähm, und das, das da, da Schwarzkopien, Schwarz da, da sollte kein ja. Zusammenhang bestehen. Und es ist natürlich auch scheiße, wenn so große Titel für Nintendo ähm, dann natürlich auch voll geleakt werden und dann halt auf einem Emulator. So gut spielbar sind. Und das ist denen natürlich ein Dorn im Auge. Das da gibt es absolut. ganz interessante Zahlen, die ich in dem Zusammenhang einmal nennen möchte, die mhm. Nintendo nämlich selbst ge genannt hat. Äh, nach Nintendo-Angaben sind es zwischen zwei bis vier Millionen. Oh. Äh, kopien, die angeblich vorher gespielt wurden auf emulatoren seite ja. bevor das spiel eigentlich offiziell released wurde. Ähm, jetzt weiß ich nicht wie nintendo diese zahlen erhebt. das ist denke ich auch eine ganz, ganz schwierige geschichte. wenn da jemand viel arbeit reingesteckt haben sollte, wird das vielleicht eine agentur oder sonst wer sein, die von nintendo beauftragt wurde. deswegen lassen. nehmen wir jetzt einfach mal an, diese zahlen würden stimmen. dann ist das natürlich schon eine sensationell hohe zahl, die ich ja. mir persönlich gar nicht vorstellen kann. Das, ähm, ja. das Und, wären ja. wirklich viele, viele Leute, die dieses Spiel dann nicht gekauft haben könnten, weil sie es halt auch äh, auf einer Emulation äh, in besserer Qualität. Auf dem, also vermeintlich besserer Qualität auf dem PC haben spielen können. Ich kann, äh, ich habe das Ganze ausprobiert. Ja, die Qualität ist gut. Für mich ist sie immer noch minderwertig gegenüber der, die ich auf der Ni Erfahrung, die ich auf der Nintendo Switch habe. Ja, es sieht grafisch nicht so opulent aus. Es ist nicht in 4K. Es läuft nicht mit der gleichen Framerate. Aber die Fehler, die ich gerade im Soundbereich oder auch im Speicherbereich, dann Speichersystem und all das äh, als ja, Gegenseite der Medaille hinnehmen muss, sind viel größere Einschränkungen ja, als ja. das, was ich an grafischen, tollen Emulationsgedöns da dann dazu bekomme. Also es ist eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, ja. Auf beiden Seiten, wie du schon sagst. Genau, also es wird, es wird der Emulation jetzt keinen Dämpfer geben, weil ähm, es, wird, es gibt Forks von Yosu und der Quellcode ist auch schon ne, überall runtergeladen und so. Das, das, ist, das lebt weiter. Es wird anders mhm. heißen und es wird aber irgendwie weitergehen. Das, das Problem ist auch, dass man jetzt nicht so gut. Sagen kann, ist es denn gerechtfertigt, was die da gemacht haben? Weil die haben eine Patreon-Kampagne laufen gehabt und so. Und da sagen sie zwar, okay, das war für die Entwicklung des Emulators, aber eigentlich haben die auch indirekt Geld damit gemacht, dass die ähm, das ja halt quasi, die haben sehr davon Das profitiert. Spielen ermöglichen, sie haben eine Plattform genau. geboten, dass man Nintendo-Spiele auf dem PC spielen kann. Genau. Und ähm, da kann ich Nintendo total verstehen. Ich bin auch auf diesem Discord. Und wenn man da liest, und das, das ist, glaube ich, auch immer viel dieser Headspace, den man mal nachvollziehen muss. Wenn man da gelesen hat, dann war das halt eine Raubkopierszene, die nur yeah. darauf, also das war das Primäre, worum es darum geht. Wann kann ich endlich dieses Spiel in besserer Qualität weiter auf dem PC spielen mit genau. dem und dem Feature? Und das hat auch, das haben sie bei Yuzu und Citra halt auch nicht clever gemacht, das dann auch zu unterbinden aktiv, damit man wirklich mit Nintendo, mit deren Assets man ja offensichtlich gearbeitet hat, weil die haben auch immer gesagt: Ja, und ab jetzt könnt ihr es in 8K spielen und ab jetzt könnt ihr es mit 120 FPS spielen und ab jetzt könnt ihr es mit Adaptive äh, Refresh Rate spielen. Das sind halt alles Sachen, die sie sich auf die Fahne geschrieben haben, um zu sagen: Hey, ja, klar könnt ihr Switch-Spiele auf der Switch spielen, aber bei uns könnt ihr sie viel geiler spielen. Genau. Das ist dann halt nicht clever. Das ist, äh, da kommen ja auch so Sachen zutage, man fragt sich jetzt: Warum haben sie denn, warum zahlen sie jetzt hier über die 2,4 Millionen? Die sie ja Nintendo. komischerweise anscheinend ja. irgendwo liegen haben, die, die und irgendwo keine liegen. Ahnung. Warum, warum, warum wird das jetzt schnell gezahlt, um diese ganzen Prozent? Ja. Weil, sie, weil, sie keine, weil sie keine Lust drauf haben, dass noch mehr zutage kommt. Weil die Leute, ja. die jetzt anfangen zu graben, müssen wir auf Social Media gucken: Leute, die jetzt in den Discord-Seiten auch ne, archiviert ja, genau haben das, ja, haben, ja, ja, genau. die hier sagen, ja, so, es war nicht so nur Emulator, sondern die haben genau das gemacht, Richtig. was du jetzt auch sagst. Die haben nämlich damit geworben, dass die Sachen waren und haben auch nicht unterbunden, dass die Leute hier und Richtig. da was verteilt haben. Die wussten das ja. ganz genau. Ja. Die haben diese Leaks auch bewusst genutzt und so und haben davon auf Patreon profitiert. Und ähm, das ist, und deswegen hat Nintendo, da ist Nintendo da auch vorgegangen. Es gibt ja ganz viele andere Emulatoren, es gibt auch andere äh, Projekte, wo Switch emuliert wird und so. Und da kann Nintendo nichts machen, weil legal, die würden wahrscheinlich gerne was machen. Aber die machen aber auch nicht diesen selben Zirkus wie Yuzu Und das ist das Problem. Das ist diese ganze Community drumherum. Und ähm, das sind ganz andere, diese, also diese, es, nach außen ist es immer einfach zu sagen, ja, Nintendo smasht einfach nur Emulatoren und so. Ich bin hier aber wirklich auf der Seite. Es gibt Nintendo. immer noch Dolphin ja. und Dolphin läuft auf dem iPad, wenn du genau. möchtest und es läuft ja. perfekt. Da hat Nintendo nichts gegen, weil es ja auch nicht in das aktuelle Geschäftsmodell reingeht, weil sie genau. mit GameCube-Spielen aktuell kein bis nahezu wenig Geld verdienen. Das ja. ist der Riesenunterschied. Im Vergleich zu, hey, das neue Pokémon ist draußen und es läuft am besten auf deinem PC genau. und lass genau. dir runter und bezahlt Nintendo keinen Cent. Genau, und das ist schon, also das ist schon wichtig. Äh, Gerade und da muss ich auch sagen, Nintendo, also wir sind in der Zeit, wo jeder sein, sein Game auf ein scheiß Live-Service-Game umbauen muss, um irgendwie. Um irgendwie Geld zu haben. Da können wir froh sein, dass so eine Firma wie Nintendo existiert, die noch versuchen, mit ihren IPs interessante Sachen zu machen, auch für, bei aller Kritik mit Pokémon und so, aber so ein Zelda, das ist schon wichtig, dass wir sowas haben und ähm, ich weiß es nicht, wie, ich denke Nintendo geht's gut mit den Switch-Verkäufen, aber trotzdem ist eine Million rauchkopierte Exemplare einfach eine Menge Geld, das in innovative neue Titel fließen könnte. Die Nintendo macht. Also Sollte die, die Nintendo N gerade nicht so machen, aber ja. <laughs> ja, also die versuchen es zumindest. Also ist klar, ja. es, gibt, es gibt auch nicht immer nicht immer alles geil, und äh, aber <laughs> es äh, zwischendurch sind auch Sachen dabei, wo also sie sind innovativer jedenfalls als die großen Big Player. Von den Big Playern sind sie noch die innovativsten, muss man dazu sagen. <laughs> Ja, gut, da guter Ramme sehr gut. Ich, ich, wo, ich wollte gerade sagen, es ist, <laughs> ist ein großes Spaß, was du da hast. Du hast schon schön, schön schon angesetzt, schon den Hammer einmal draufgeschlagen. Und, oh, nee, nee, ich das, ich wollte diesen Wein nicht trinken. Nein, nein, das Fass ist nein, noch nein, geschlossen. Nein, nein, nein. Der gammelt jetzt ja, also, auch nicht. Ja, also, ich glaube, das sollen wir uns für den nächsten Brunch Ich werde es, wär, es kommt gerne. Nicht doch, kommt, es, kommt nicht das Peach-Spiel jetzt raus? Ich glaube, ja. das, äh, das wäre ein guter Zeitpunkt, darüber mal zu reden. Ähm, da bin ich ganz gespannt drauf. Äh, Habe ich noch nicht gespielt. Aber. Um, du hast einen geilen visuellen Effekt ja. gerade, wie so ein Grafikfehler. Also, äh, Micha, für alle, die jetzt nicht auf YouTube gerade gucken, hat, äh, nehme ich mal an, Rollläden äh, vor ja, seinem ja, Fenster und so die Sonne ist gerade ist gekommen. gekommen und dann hat er so einen schönen Lamellen-Effekt einmal <laughs> no, quer ja, über. Du sahst so. aus wie ein Alien oder aus der Zukunft. Wie aus so einem, wie aus einem David Cronenberg-Film, irgendwie Videodrome oder so. Also, ja. dieser Bild führt darüber. Geile Jedenfalls, äh, also ich kann Nintendo da aber verstehen, das würde ich damit sagen. Also, mhm. wer Yuzu benutzen will, da gibt es ja tausend Kopien von Repositionen von GitHub. Also es ist jetzt kein Problem da dran zu kommen. Das ist jetzt quasi nicht weg. Das ist natürlich noch nicht aktiv weiterentwickelt, aber die Dateien sind nicht weg. Also der Quellcode das wird genau. weitergeleitet. Das heißt dann irgendwie anders. Äh, es ist, tut mir leid, wie es jetzt gelaufen ist, weil 2,4 Millionen auch deftig so. Aber andererseits selber Schuld. Ey, wichtig, also wichtig ist, war halt auch in meinen Augen, dass dieser Discord wegkommt. Äh, ja. Also so, so kann man es dann nicht machen. Das ist kein guter Stil auf also auf gar keine Art und Weise. Und ja, es ist nur ein Statement. Die Leute, die da jetzt so Interesse dran haben, werden sich wahrscheinlich wieder irgendwo im Untergrund <laughs> aus ja, ja. Äh, treffen. Und ähm, aber das offizielle große Ding, wo je wirklich Hans und Wurst draufgekommen sind, um sich dann auch mal kurz ihre Settings zu laden, äh, der ist jetzt erstmal weg. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber es, ist, es war jetzt hier absolut nötig, weil so, so darf es nicht gehen, weil dann, dann haben wir gar kein Recht und Ordnung. Das ist halt schade wegen Citra. Ja. Ähm, dass, darum tut es mir fast ein bisschen mehr leid. Ähm, da gibt es auch ein paar Forks. Ich habe den für die Quest äh, zum Beispiel ausprobiert, was ein interessantes Projekt ist. Ähm, aber Citra, das ist wirklich, das sind Spiele, die sind auf einer Hardware gefangen. Also ich liebe meinen 3DS, das ist mhm. ein super geiles Teil. Eines Tages wird er aber einfach nicht mehr funktionieren. Und äh, die Spiele sind wirklich darauf optimiert. Also mein Gameboy von '89 funktioniert immer noch. Ja, aber ich meine jetzt nur so, Sie sind halt, gefangen. Lösungen man kann sie, man kann sie ja. nicht so besprechen. Das ist ja auch immer das Ding. Da, genau. Lass uns darüber ruhig noch kurz sprechen. Das ist immer so interessant. Es gibt so tolle Perlen für DS und 3DS, die man nur über Emulation halt mit den anderen Spielenden da draußen über Streaming dann besprechen kann weil es halt keine vernünftigen Videos gibt. Die Wenigsten hatten irgendwie ein ähm, Development Kit, wo man auch Spielgrafik capturen konnte von mhm. den Eingaben vom Stylus und alles alles. Und äh, das ist so die einzige Möglichkeit, wo wir kulturell uns darüber austauschen können und das Ding immer noch besprechen können. Und ja, wenn das jetzt wegfällt oder weniger wird, ist das immer blöd, weil so Capture Lösungen für den 3DS, das ist alles ein Krampf, das ist alles furchtbar, das ist alles Wackeldackel äh, Kon Konnektoren Geschissel. Ähm, so dass es selbst mich unheimlich abgeturnt hat äh, und ich wäre so der Erste, der das vernünftig äh, kaufen würde und, und, und irgendwie versuchen würde, da dann zu streamen. Ja, ähm, eine schwierige Geschichte, was das angeht. Aber vielleicht ist es ja auch der Grund, weil sie vielleicht mit der Switch 2. Ne, eine Second Screen wieder mit reinbringen und da irgendwie also was also machen wollen. Das, die, die, die Fässer rollen heute aber, ne? also jetzt Die Fässer rollen heute! Da, da kommen wir ja gar nicht zum Mailback, deswegen machen wir hier einen harten Cut und sagen, schaltet auch nächste Woche wieder an, wenn ich euch, äh, die, diskutieren. Die wir diskutieren Nee, 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 das müssen wir... Ja, die Frage wollen wir, deswegen ja, Mailback. Nee, Mailback, nee, genau. okay, genau. Also, äh, vielleicht auch, weil die Zeit ein bisschen drängt, aber jetzt nochmal zum Schluss. Ähm, Mailback, äh, soll ich vorlesen? Gerne. Ähm, der Simon schreibt, ähm, fragt uns. <laughs> Perfekter Nick für Wayback. Der Simon schreibt, ja, welches Charakter. Schreibt, <laughs> ja, welchen Charakter aus einem Spiel würdet ihr für einen Tag gerne mal verkörpern? Ich, muss ich dich mal direkt fragen. Mich? Ja. Oh, ich finde das immer so schwierig. Ja, ähm, ich ich hab ne, Also, jetzt in diesem Moment würde ich direkt sagen. Cloud Strive wäre schon nicht schlecht, weil da kommt mal halt ein Yuffi ran und kann die noch besser <laughs> kennenlernen. Das wäre so meine Antwort heute, hier und heute ja. und jetzt. Äh, aber die ist vielleicht auch ein bisschen ähm, albern, keine Ahnung. Äh, wen würde ich gerne mal verkörpern? Soll ich, soll ich mal, während du überlegst. Äh, genau, äh, genau, genau, genau. Um, und zwar wäre ich gerne mal Faith aus Mirror's Edge. Um, ich habe ja echt ein Leben Höhenangst. Und äh, mir fällt es halt schwer, so, also sobald irgendwie an einer bestimmten Höhe keine Brüstung oder so da ist, dann, ähm, also, dann, dann fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Und äh, Faith aus Mirror's Edge, also ihr erinnert euch, das Parcours-Spiel aus den beiden Teilen, ähm, die kann ähm, überall hochklettern, überhaupt gar keine Höhenangst, die schafft es irgendwie auf so einem schmalen Geländer irgendwo äh, entlang zu laufen. Ähm, und einmal dieses, was mich an Mirror's Edge wirklich auch so begeistert, ist diese an beiden Spielen, ist diese. Vogelfreiheit, die du hast, dass du so über Dächer, Dächer springen kannst, dass du diese Freiheit spürst, dass du, dass sie es wirklich geschafft haben, diesen Spielen, dieses Gefühl zu transportieren, dass du nicht nur extrem athletisch bist und überall ähm, wirklich extrem gute Körperkontrolle hast, sondern dass du halt auch eine gewisse Freiheit spürst und so. Und äh, ich meine, die Welt, in der sie lebt, nicht so cool mit Glass. Also da gibt es natürlich schon ein, ähm, einige Gegensätze und so, das ist natürlich nicht so toll. Aber dieses Gefühl vom Parcours. Freiheit, äh, über den Dächern zu sein, also ein Parallelleben zur Gesellschaft auch über den Dächern zu führen, so wie es in diesem Spiel mhm. dargestellt wird. Ne? Du hast ja diese Menschen, die in dem gesellschaftlichen System gefangen sind und sie ist aber mit ihren Leuten dann halt irgendwie auf den Dächern so über der Gesellschaft hinweg, die be befinden sich so außerhalb, so Rebellen. Das finde ich extrem. Das würde ich gerne mal. Das würde ich gerne mal für einen Tag haben. <laughs> äh, das, das ist so ein. Das ist also ich, äh, hauptsächlich auch, weil sie so eine krasse Parkourläuferin ist. Ja, das ist ein schöner schöner Take. Vor allen Dingen äh, führt er mich dann doch noch mal über. Du hast jetzt eine weibliche Hauptfigur genommen ähm, und ich tue mich damit. Also ich, ich spiele ja gerne, wenn ich zum Beispiel dann ähm, in einem MMO oder so unterwegs bin, spiele ich auch oft weibliche Hauptfiguren oder hm. weibliche Figuren und äh, ich tue mich persönlich immer ein bisschen schwer, weil sobald ich einen Mann spiele, spiele ich am liebsten, würde ich halt gerne mich selbst spielen. Also <laughs> da will ich, da will ich gerne ich bleiben. Ich will nicht Arthur Morgan sein. Ich will nicht Captain Price sein. Ich will nicht. Ne, das finde ich weird. Vielleicht noch Guybrush Threepwood, aber dann wäre ich ja auch irgendwie so ein Depp. Das finde ich auch wieder blöd. Äh, aber wenn es dann da, so Frau, ich wäre schon mal gern Lara Croft. Das wäre bestimmt spannend. Die finde ich, ich auch super da, cool. Ich Prank, Oder ich wäre schon gern Samus Aaron. Ja. Samus Aaron sein, wie geil wäre das denn? Aber dann wäre ich halt in dem Moment eine Frau. Das ist auch wieder gut. Eigentlich Lara will ich ja Croft. der Mann sein, der mit dieser Frau was dann machen kann, weil ja, die so ja, extrem ja. cool sind. Ja, ich muss auch sagen, also wenn, ich, wenn man mir jetzt die Auswahl geben würde aus, äh, wie heißt der aus Uncharted, uh, Drake. Uh, Nathan Nathan Drake. Drake? Nathan Drake und Lara Croft würde ich sagen, Lara Croft, ey. Ja, weil klar. Lara Croft hat einfach viel mehr Style, die ist viel cooler. Ähm, auch, aber auch in den richtigen Momenten viel emotionaler, während Nathan total der Goofy ist, irgendwie so, der hat immer einen dummen Spruch und stolpert von einer Situation in die nächste und der hat mehr Glück als Verstand und so und äh ich kann mich überhaupt nicht mit Nathan Drake identifizieren. Ich finde Chloe viel cooler. Also ich finde oder, oder Resident ja, Evil. Ich will doch nicht Leon S. Kennedy sein, ich will jo Jill Valentine sein. Hallo? Ja, Jill Valentine oder oder, oder da irgendwie eine der anderen Actionheldinnen. Die sind das ist komisch, ne? Also es ist, es ist ja immer so dieses Ding, dass man sagt: So ja, die Frauen sind immer so schlecht geschrieben, stimmt überhaupt gar nicht. Also, aus meiner Sicht Nö. sind viele Action-Frauen viel besser geschrieben und viel cooler. Und also ja, die, äh, ja wegen des Elefanten im Raum. Ja, die sind sexy und das finde ich cool daran. Aber ich finde sie auch insgesamt als also das vielleicht ist das, jetzt, ne? das Als ist, Persönlichkeit. Ja, ja, also natürlich will ich jetzt auch nicht sagen, ja, das, das ist schon. Ja. Ich finde die halt schon cool. Ich es geil, wenn es sie echt geben würde und dann ja, dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, eine davon irgendwie <laughs> zu bekommen, dass sie meine Partnerin wird. Aber halt auf eine respektvolle Art und Weise. Ich finde sie nicht geil, weil sie geil aussehen. Ich finde sie geil, weil sie cool sind, weil sie weil sie spannend sind, weil sie was können, weil sie was drauf haben, weil sie, ja. weil sie also, ja. Ich hoffe, man ja, aber, versteht, was ich Lara meine. Croft, es ich soll nicht wieder... sexistisch sein, aber ein Teil davon ist natürlich auch sexistisch, weil ich ja, ein Girl Lara bin. Croft, Lara Croft Duh. ist cool. Lara Croft ja. ist cool. Also, das ist ein cooler Charakter. Und ich glaube, deswegen, das hat man ja jetzt bei dem Remaster, das jetzt ja rausgekommen ist von die Trilogy, die ersten drei Teile, hat man ja auch bemerkt, wie viele Leute da auch Emotional investiert sind in diesen Charakter, weil das halt mm. eine Ikone ist. So. Und ich glaube, und das ist ja auch für Frauen. Also, es geht ja nicht nur darum, dass es ein Sexsymbol war, sondern weil Lara Croft einfach eine coole Socke ist. Und wir haben alle damals halt ähm, Engineer Judy gesehen im, im Kino und gedacht, ja, schon. Einfach, ja, einfach, einfach so. Genau. Es ist einfach, die, Engineer Judy hat das gut wir gut verkörpert, finde ich, im ersten Film jedenfalls, wo, ja, wo man sagt, so, das ist spannend. Habe ich sogar auf wirklich, DVD. <laughs> Ja, ich habe so, <laughs> so. So ein Spruch, der geht, der sagt einfach nur, dass du uralt bist. Wenn du noch sagst, ja, habe ich auch auf DVD, dann DVD, bist du halt einfach ein Stein genau. alt. <laughs> ja, ja. Aber das, aber das ist wirklich so, das ist, also Angel hat das schon verstanden, wie man diesen Videogame-Charakter auch inszeniert und natürlich die Leute drumherum irgendwie auch. Und das ist einfach eine coole Sau. Und es geht. Natürlich ist Lara Croft sexy, aber das ist gar nicht das, weshalb sie so begeistert, sondern sie, was sie sexier macht, ist einfach dieser coole Charakter, auch das britische. so dass die, Das Tolle an dem Film war, dass sie auch gezeigt hat, wie sie so ist, so außerhalb, wenn sie so in der Menschen rumläuft, in ihrer Villa und so weiter und so fort. Und das war immer so das, was man sich in den Spielen auch immer vorgestellt hat. Das ist ja bloß diese Trainingssession so. Aber das ist eine britische Lady irgendwie und die, die obercool ist, die weiß, wie sie auftreten kann, die total selbstbewusst andere ausstrahlt. Leute die super ja, das ist ja das was, 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 hat. Ja, was die Szene angstört, wie ja. sie da äh, am Anfang irgendwie in diese Auktion reinläuft und ganz selbstbewusst einfach mal so ein paar Sachen abgrabt irgendwie und einen Scheiß drauf gibt auch was die anderen Leute so über sie denken irgendwie die, also die auch nicht so so das spielt ja in Britannien irgendwie nicht so super aufgedudelt mit dem ganzen, mit dem Anzug mhm. rein, sondern sich einfach hinsetzt und weiß, dass sie sowieso die ganzen Artefakte bekommt. Das ist so eine selbst, so, so selbstbewusst so will man gerne sein. Auch bei der Neueren, auch bei der der Alicia Vikander fand ich auch diese Anfangsszene, wo sie mit dem Fahrrad durch London glaube ich fährt und, und sich dieses liefert. ich so ey, Coole Figur. Es ist viel mit Selbstbewusstsein, wenn ich so ja, gerade drüber nachdenke. Weil auch James Bond ist ja so als altes Sexsymbol aus anderer Sicht dann ich andersrum, Weile, auch, Selbstbewusstsein. Genau, und das finde ich, es ist halt eben dieses Nathan Drake-Ding. Nathan Drake ist null selbstbewusst und viele andere Männer in, in Spielen sind gar nicht so selbstbewusst, sind, haben immer so Selbstzweifel und psychologischen ja. Shit im Kopf so und irgendeine Vergangenheit und irgendwas falsch gemacht, so ein. So, ähm, so diese typischen Splintercell-Charaktere oder die gebrochenen Kriegshelden und so. Kann sein, dass die macho-mäßig und dick drauf sind, aber auf der anderen Seite sind ja einfach komplett kaputt. Und, äh, wenn man, und dann guckt man sich Kratus. die Frauen an. Ja, Kratos ist doch völlig <laughs> kaputt. Der ist ja ein totaler Ober. Also klar, ja. ist der ja Gott des Krieges, aber er ist halt einfach ein total kaputter Mensch. Spider-Man ist auch lauter Probleme. <laughs> ja? Ja, ja. Also der, der, der als Teenager natürlich und auch. Aber sind die dadurch jetzt mehrdimensionaler oder eindimensionaler? Cool. Sind die ja, und Frauen dann, und eindimensional? Das, das ist schon spannend. Und dann, und dann spielst du Life is Strange. Also es ist natürlich nicht ganz dasselbe so wie Spider-Man, aber da sind auch die teenie probleme drin, aber du denkst halt irgendwie, Max, kriegt's in den Griff, ja? Also die hat zwar ihre Probleme, aber am Ende geht sie da immer raus mit so einem gestärkten Selbstbewusstsein. Das ist beeindruckend und das, und das finde ich mit, das, ist, das hat viel mit der, das macht nach Charakter natürlich auch attraktiv. Finde aber auch besser geschrieben so und äh, interessant. Also aber das ist Meinung. glaube ich auch das, worüber man nachdenkt jetzt wieder auf die Frage äh, mhm. unseres äh, Simon Schreib zurückzukommen. Man ist ja schon nicht so bescheuert und würde jetzt einen Charakter wählen, mit dem man tauscht. Man will sich ja nicht die Probleme ans bin bin von einem Big Daddy oder sowas oder einem Pyramid <laughs> nee. Head. Ich will doch nicht ja. Pyramid Head sein. Da bin ich ja nur noch crazy und verrückt. Niemand, niemand will James Sunderland sein. Also weil, oder so, äh, aus, ja. Aus Gründen so. Also weil ja auch, weil natürlich der immer dieser ganze psychologische Shit mitkommt. Und äh, ja, kann sein, dass es, dass es vielleicht näher am Leben irgendwie ist. Äh, das ist vielleicht auch noch so ein ne ja, Ding. Also das auf jeden Fall natürlich. Ne? Ja, die sind natürlich aber so... so ja, die weiblichen Heldinnen sind einfach insgesamt mittlerweile cooler. Das lasse ich mal so stehen. So, Oder sie haben, zumindest die meisten haben weniger Probleme, die porträtiert werden. Ne? So eine, eine Lara Croft, ja, die kriegt oft auf, auf den Arsch, aber die steht ja auch wieder auf und also sie kriegt das Knick gebrochen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn man danach direkt wieder respawnt und wieder die coole Lara ist, passt es ja auch. Kann man, kann man kritisieren, ist es aber ja. so aus Videospielsicht. Also wenn man, wenn es um diese Frage geht, wer, wer würde man gerne sein? Also la ist schon ziemlich dick aus. Also für mich, Faith halt eben, ist ein bisschen näher dran, weil ich finde Parcours im echten Leben auch wahnsinnig beeindruckend, äh, wenn ich die Videos sehe und denke immer, wow, dass Leute das, das es geht, dass Leute das können. Das ist unfassbar. Ähm, und, Aber Faith wäre so das Videospiel-Äquivalent dazu und das beeindruckt mich wahnsinnig. Eine spannende Frage, die wir hier zum Danke, danke für die Frage, Simon. <laughs> ja, Simon, richtig Freien. schöne Frage. Ich schalte mal das Insert Moin Brunch Outro. Ist das, das Richtige? Oh ja. ja will immer, die Datei <laughs> ah, immer, immer, immer den richtigen Knopf finden. Ich bedanke ja. mich bei dir, Micha, und bei allen, die zuhören. Äh, Unterstützt uns gerne auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhaku.com/ slash insertmoin. Das geht ja inzwischen runter wie äh, Öl. Hoffentlich genauso eure Dollar in unsere Taschen, damit wir ja. weitermachen können. Wir haben viele Fässer auf, die wir das nächste Mal schließen müssen. Bis dann. Tschüss. Ciao. <laughs>